So. Und jetzt geht's los. Keine 12 Stunden, nachdem wir offline gegangen sind, na, wahrscheinlich ein bisschen weniger, sind wir wieder da mit dem tiefen Land. Und gucken uns das gleich mal an und schauen mal, wie schön das zu zweit funktioniert. Moin Moin. Genau, Philipp ist auch da und ich und sonst niemand. Und so wie ich das gerade hier bei WhatsApp lese, sind wir heute Abend auch wieder auf Sendung. Weil Corinna und Georg schon angefragt haben und Sophie kommt mit irgendeiner Begleitung. Das heißt, ich muss tatsächlich hier noch ein bisschen aufräumen. Zumindest den Flur. Verdammt, ja. Und das Bad und hier ist okay. So, ja, der Fußboden ist ja halbwegs begehbar. Passt schon. Und wir haben auch noch gar keine Zuschauer, weil das ist halt bei so Streams um halb drei, wundert mich das eh mal, wenn da Leute, aber ich habe ja auch ein paar Studenten dabei. Ich glaube, das wird dauern, bis es losgeht. Ja. Das wird wahrscheinlich eher über 50 bis 100 Minuten, also 25 Minuten pro Spieler. Nehmt den Aufkleberbogen zur Hand. Boah, wow, was? Vier? Von 0 auf 4. What? Es ging flott. 2, 3, 4. Das muss jetzt schön werden. Das wird eh nicht schön. Oh, es ist so schön. Ist das gerade? Ja. Fast. Wieder 3, ne? Was? Jetzt geht's wieder. Hallo, der hier 6, das explodiert hier. Die Leute gucken zumindest gerade kurz rein, sehen, ah, die bauen noch auf, da passiert nichts und tschüss. Ja, oder lassen sie es einfach kurz auf, während sie kurz auch noch auf Toilette gehen. Ja, essen. Ja, macht also noch, kocht noch, macht Wäsche, macht den Garten, streicht den Zaun und dann sind wir soweit. Das finde ich ja schon wieder nicht ganz so geil, dass man das selbst bekleben muss. Ja. Dann muss man das halt auch zusehen, dass das alles einheitlich beklebt wird. Ja. Senkt ja auch den Wiederverkaufswert, wenn die Leute fragen, ja, wie gerade hast du das denn aufgeben? Sagst du, ja, schon gerade, aber begrenzt gerade. Hallo Grisou. Müsste schnell gehen. Musste schnell gehen, war im Stream. Also das Gute auch, wenn ich irgendwas bei eBay verkaufe oder so, und die Leute fragen, ja, kann man das mal sehen? Ich so, ja, guck dir auf YouTube dieses Video an. Das ist nicht nur ein Video über das Produkt, es ist das Produkt. Ja. Das ist in der Tat. Das ist das, was du kaufst, auch schon im Fernsehen. Das kannst du wirklich sehr gut machen. Du nimmst wahrscheinlich blau, wie ich dich kenne. Ja. Das heißt, wie du mich kennst, wie ich dich kenne. Richtig. Ach du grüne Neune, tiefes Land zu zweit. Ja, klar. Also Felix, ne, mein Buddy aus der Spieleburg, hat gesagt, er hat das auch schon 1, 2, 3, 4 Mal mit seiner Freundin zu zweit gespielt. Und es war cool. Also so die Kernmechanik ist wahrscheinlich irgendwie scheinbar auf 3 Spieler ausgelegt, aber soll auf jeden Fall. Und das Gute ist, wenn ich das jetzt kann und kenne und auch feststelle, dass es gar nicht so lang geht, heute Abend zocken wir wahrscheinlich auch. Und wenn wir dann 4, ne, wir sind 5. Wenn Corinna da ist, Sophie, Georg, also sind wir, warte mal, ich Corinna, dann sind wir auf jeden Fall 5. Dann muss ich mir einfach Schönes für 5 Leute raussuchen. Oh oh. Die Frage ist nur, was spielt Flora? Wenn wir ihr einen Foodshame-Ecken hinsetzen und läuft sie dann schreiend weg oder sagt sie, ist cool? Fragen wir mal. Dann nehmen wir die hier einfach, die anderen erstmal raus und kleben die nicht. Mhm. Das spart ja schon mal Zeit. Legt den Spielplan in die Mitte des Tisches. Okay, so, hast du das tiefe Land denn schon gespielt? Wenn ja, wie fandst du es? Gib uns Feedback dazu, aber nur, wenn es positiv ist. Ansonsten nimm einfach neutrale Stellung ein. Ja, genau. Noch wollen wir das Negative nicht wissen. Genau. Du kannst ja natürlich uns Tipps geben. Ja, das ist immer gut. Ja. Nimm Lustwort. Gestern erstmalig nicht Solo gespielt, war gar nicht so schlecht. Ja, das war super. Das hab ich ja, ist ja, ne? Eines meiner Nummer 1 Spiele aus dem letzten Jahr. Haben wir einen Spielplan? Wo müssen wir den selbst anbauen? Nein, das ist der Spielplan. Und das hier gehört wahrscheinlich auch dazu, mal schätzen. No, schöner Deich.
Es sind schon ein paar Sachen dabei. Also, misch die Flutkarten, legt es direkt auf das Feld Flutkartenstapel. Tipp für einen einfachen Einstieg, sucht beim ersten Spiel voll Mischen die Flutkarte mit der 6 heraus und legt sie in die Schachtel zurück. Fahrt dann fort wie beschrieben. Sind das die Flutkarten? Ich glaube, das sind die Flutkarten. Aber hier ist eine Flut drauf. Das sind wahrscheinlich die Flutkarten. Eine 6, eine 6, eine 6. Hinten ist vielleicht eine 6 drauf. Nope. Dann ist es vielleicht. Gibt es noch andere Karten? Hier sind Karten. Das sind die Flutkarten. Ah, ja, die waren oben auf dem Stapel drauf. Erste Ressource. Nee, deine Grenzen so gelesen und gesehen. Ah, hallo, der Allesmacher. Hallo, Toto Affe. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Mit der 6. 4 bis 6, 4 bis 6, 4 bis 6, 1 bis 3. Stapelt die Deichpunktanzeiger in den gewählten Spielerfarben in zufälliger Reihenfolge auf das erste Feld. Wir müssen noch irgendwo so Deichpunkte, so Runde. Was? Da drin. Genau. Ja, genau. Ja. Ich bin dabei. Der besten Rückblicke von Victoria Park. Erstes Spiel bad, zweite Partie hull, dritte Partie ganz schick. Ja, so ähnlich war das bei mir auch. Ich fand es am Anfang so begrenzt, also ich, ja, eigentlich gar nicht so gut und je öfter ich gespielt habe, also mittlerweile finde ich sogar, es ist eines der besten Rosenberg-Spiele, aber. Mir ist ein Schaf abhanden gekommen. Also, hier ist übrigens mal dein Akku. Ah, sehr gut. Der liegt ja auch erst 2 Wochen. Ja. Misch die 5 Fortschrittsmarker, so Runde. Runde? Runde, die hier. Das sieht aus wie die da. Ja, ne? 5? Mhm. Das sind mehr als 5. Nee. Es gibt noch Aktionsmarker mit Bauern. Die nicht. Okay. Und die kommen dann hier auf die Felder. Mhm. Platziert den Wertanzeiger auf dem mittleren Feld der Wertungsreihe auf dem Spielplan. Das ist die. Ich wusste nicht, wie das da umgedreht. Nee, offen. Ja, das haben sie irgendwie mit Floppy ja gespielt. Ich glaube auch nur zu zweit. Und der Floppy meinte auch im Stream schon so, das wird mir nicht gefallen, das ist voll kacke. Tolles Spiel. Und ja, da hatte ich aber schon von Felix, glaube ich, gehört, dass es eigentlich ganz gut sein soll. Platziert den Phasenanzeiger auf dem untersten Feld. Das müsste so ein runder in der Farbe sein. Blau? Ja, oder lila, oder... Misch die Baustoffkarten und leg sie auf das Vorratsfeld hier unten. Genau, wir spielen 3 Runden mit den Phasen und wenn die durch sind, dann haben wir... Genau, die einmal bitte mischen, hier hinlegen und hier 4 offen hinlegen. Okay. Nehmt das Schafmark-Tableau entsprechend eurer Spielerzahl. Due. Oh ne, jetzt sehen wir gar nicht mehr, wie viele da sind. Moin. Wegen der Leiste. Was? Welche Leiste? Ja, wegen der Mac-Leiste da unten. Oh, das siehst du aber hier oben. Ah. Was bedeutet die Zahl rechts daneben? Welche? Rechts daneben? Die? Das ist, wie viele Nachrichten pro Minute kommen, glaube ich. Nachrichten pro Minute, genau. Oh, oh. Wenn die Leute mir schreiben, geht doch die Zahl hoch. Ich mag zweistellige Zahlen. Also legt euch für 2 Minuten ins Zeichen. Nee, ja, für immer. Legt die 3 Baustoffanzeiger, das sind die Cubes. Verdammt, ja. 4 offen dahin? Genau. Und hier ist Nachziehstapel, da ist Abfragestapel. Auf die entsprechenden Rohstoffe im Material. Legt auf die Felder mit Schafen im Marktbereich jeweils 1 Schaf. Oh, oh, oh. Hier kommen Schafe. Cool.
sortiert die Hofausbauten nach ihren Rückseiten und mischt die jeweiligen Stapel. Zu den Hofausbauten, das sind alle, zählen alle drei Gebäudearten. Es gibt Schafgebäude, Aktionsgebäude und Sturmflutgebäude. Deckt von den Anlagen des, den Aktions- und den Schafsgebäuden jeweils drei neben den Spielplan auf und legt die restlichen Plättchen als getrennte Stapel daneben. Zieht von den Sturmflutplättchen mehr ein Plättchen mehr als Spieler. Der ist ja schon schick, ne? Ja. Das ist auch so ein klassischer Rosenberg-Stil vom Artwork her. Was soll ich damit genau, machen? Genau, die können wir mal hier irgendwie daneben legen. Ja, ja, sofern wir uns, sobald wir uns hier durchgearbeitet haben und wissen, was wo. Ich werde immer wieder geblockt von YouTube, weil ich zu viel schreibe. Alleine schaffe ich das nicht. Ihr müsst ihr euch auch ein bisschen Bälle zu spielen. Das ist ja auch viel unterhaltsamer. Ihr seid auch nur noch auf 0,5, Leute. Ja, 0,5 Nachrichten pro Minute ist zu wenig. Was soll ich damit jetzt machen? Mischen? Jeweils mischen, immer in sich und dann hier Stapel legen und da drei von aufdecken. Okay. Und bei Sturmflut eine mehr als Brettspieler. Sturmflut ist was davon? Das mit der Flut drauf. Das habe ich hier nicht. Doch. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also alle vier soll ich hier nehmen. Ja. Okay. Reihenfolge? Ja, glaube ich. Und drei aufdecken, hast du gesagt? Legt Taler, Schafe, Flutsteine, Deichteile, Deichbruchmarker, die Marker drei Schafe und die Aktionsmarker Bauern plus zwei, neben, also alles andere, neben dem Spielplan bereit. Spielaufbau, Spieler. Jeder Spieler hält einen zufälligen Hofplan. Die unterscheiden sich scheinbar. Die unterscheiden sich vielleicht. Okay, hier regnet's, hier nicht. Wir nehmen mal die Nicht-Regenseite. Ein Einkommenstableau, eine Spielübersicht. Bauern, Häuser, vier Baustoffkarten vom Nachziehstapel. Außerdem hält jeder 16 Grenzteile. Ich krieg ein bisschen übel. Ach, das sieht nur so aus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ich ahne schon, dass man da kleine Zipbeutel-Sets pro Spieler machen muss. Das ist, glaube ich, schon. So, 4, 6, 9, 10, 12. Habe ich das nicht perfekt für die Kamera hingelegt? 14, 16, traumhaft. Ist auch nicht der Chef vor? Nee, sieht man. Ja, ja, genau. Ich haben wir Sitzbeutel irgendwo? Dann können wir ja, warum? Anderen. Und also, ich bin ja, nachdem ich ja ein bisschen Rosenberg-abstinent geworden bin, ja wieder großer Rosenberg-Verehrer geworden. Und ich finde, es kann nicht genug Rosenberg in irgendwelchen Spielen stecken. 2, 4, 6, 8, 9, so, und Flut ein mehr, hast gesagt, ne? 12, 14, 16, ein mehr als Spieler. Was in unserem Fall dann auch wieder 3 ist. Ja. Wieder zwei Schafe am Anfang. Muss ich jetzt auch einfach so ein Tableau nehmen, oder? Ja. Also unterscheiden die sich jetzt oder nicht? Ich habe noch nichts gefunden. Okay. Vielleicht
Irgendwo im Artwork oder Farbe oder? Ich glaube nicht. Das war's. 4 Taler kriegt jeder. Nimm die. So. Nur die 4 zufälligen Karten kann ich da nicht reinpacken. Oh, hast du gemischt? Ja. Gut. Ich habe nicht 4-mal das gleiche. Was? Ich auch. Ja, vielleicht hast du nicht so gut gemischt. Wir gucken mal. Das wird schon funktionieren. Bestückt oder Einkommenstableau bestücken. Okay, hier ist jetzt aber extrem verschieden. Tja, dann haben wir einfach nur Glück oder Pech. Man weiß es nicht. Wir brauchen noch Holz, um 2 zu bauen. Bestimmt. Das ist ja fast ein Rosenberg-Spiel. Null Nachrichten pro Minute. Es ist katastrophal. Also bis hier geht gerade auch noch. Wäre hier sehr, ich bin auch nicht so spannend. Man kann jetzt nicht so cool live kommentieren. 2, 4, 6, 8. Ich glaube, du musst gleich noch raus. Noch vermieten. Was? Ich glaube, du musst vielleicht sogar noch raussuchen. Ah, ich glaube nicht, dass man da alles sehen können wird. Ja, nee, vor allem auch nicht von der Schärfe her. Okay, jetzt ist definitiv noch mehr gemischt. Also links oder rechts, das wäre. Und wo kommen die anderen beiden hin? Also man baut jetzt aus den 16 hier schon so ein Ding. Mhm. Da für ein Tableau, wo ist das? Ach, ja. Auf manchen Feldern befinden sich besondere Geländetypen, Gebüsch, Bäume, Teiche. Auf einem Feld können auch zu unterschiedliche sein. Der Spieler, dessen Deichpunktanzeiger auf der Wertungsleiste oben liegt, nimmt sich die Startspielerfigur. Alle anderen Spieler erhalten einen zusätzlichen Taler. Das heißt, du bekommst noch ein Geld. Spielverlauf, 3 Abschnitte. Jeder Abschnitt besteht aus der gleichen Gruppe von 6 Phasen. Erst der Gezeitenwechsel, dann Arbeit, Verwaltung, Hochwasser, fertig. Mithilfe der Wasserstandsanzeige hier haltet ihr fest, wo ihr euch gerade befindet. Immer einen nach oben schieben. Dann kommt es zu einer finalen Sturmflutphase und es geht los mit einem Gezeitenwechsel. Beim Gezeitenwechsel gucken wir, ob wir mehr als 8 Karten haben. Sollte dies der Fall sein, abwerfen auf 8. Dann ziehen wir 3 Flutkarten vom Stapel und legen sie dort aus. Jetzt schon? Mhm. Okay. 5, 3. Die beiden hier geben mir fast ein schönes Bild. Soll ich noch die 1 kurz raussuchen? Vielleicht verdeckt werden die aufgelegt. Deckt die verdeckte. Das steht hier aber nicht. Steht erst im nächsten Satz. Deckt die verdeckte Flutkarte, die am weitesten links liegt, auf. Legt so viele Flutsteine von links nach rechts in den Flutbereich auf dem Spielplan. Also hier unten drunter, das sind die Flutdinger. Die erste decke ich auf, genau. Die hier. Ne? Ja. Wie die Flutkarte vorgibt, beginnt jede neue Ebene beim blauen Flutsteinsymbol. Sobald ihr auf alle 12 Felder des Flut... hier bauen wir die Flut und hier bauen wir den Deich. Und am Ende der Runde gucken wir, ob wir mehr Flut als Deich haben. Dann schwappt alles über. Okay. Und das kann man auch stapeln. Hoch. Ja, und den Deich wahrscheinlich auch. Den bauen wir dann irgendwie wahrscheinlich so oder so. Keine Ahnung. We will see. Mhm. Das ist jetzt diese berühmte Deichleistung. Felix hat mir gestern ganz viel von dem Spiel vorgeschwärmt. Okay. Beginnt jede neue Ebene beim blauen Flutschein-Symbol, solltet ihr auf alle 12 Felder einen Flutschein gesetzt haben, beginnt mit den 13. und 25. und so weiter eine neue Ebene, indem ihr sie bereits auf die vorhandenen Flutscheine setzt. Wieder von links rechts, so türmt sich die Flut auf bis zu 3 Ebenen auf.
Anhand der Rückseite der Flutkarten könnt ihr bereits beim Aufdecken der Karte voll aufdecken sehen, in welchem Bereich sich das Ganze bewegt. Also 4 bis 6, 1 bis 3. Dann kommt die Arbeit, also das ist die Gezeitenphase, die ist relativ einfach. Dann kommt die Arbeitsphase mit den Bauern. Die hier werden Aktionen durchgeführt. Jeder Bauer hat einen Aktionswert, die zahlt den Bauern, der die Anzahl an Aktionspunkten angibt. Man hat dann halt 2, 3 oder 4 Aktionen. Beginnt mit dem Startspieler, setzt die Reihe im Uhrzeigersinn die einen Bauern auf eines der Aktionsfelder eures eigenen Hofplans und führt die dort angestellte, dargestellte Aktion sofort aus. Er setzt die so lange fort, bis alle Bauern eingesetzt wurden. Dabei gilt, ihr könnt einen Bauern auch dahin setzen, wo sich bereits ein neuer Bauern befindet. Wenn ihr das tut, müsst ihr 1 Taler zahlen. Sind da schon 2 Bauern, müsst ihr 2 Taler zahlen. Könnt ihr die Aktion nicht nutzen? Ihr könnt das nicht machen, wenn ihr die Taler nicht abgeben könnt. Für alle Aktionen gelten folgende Regeln. Das ist einmal das hier. Baustoffe umwandeln. Ihr dürft jederzeit 2 gleiche Rohstoffe als einen anderen Baustoff einsetzen. Die Bauziegler, die Steinmetzgerei bringen bei der Umwandlung keinen Vorteil. Durch Hofknechte, das sind die hier, könnt ihr eure Aktionen verbessern. Der Vorteil der Hofknechte wird weiter unten bei der jeweiligen Aktion erklärt. Eine Übersicht findet ihr auch auf eurem Einkommenstableau. Spielt ihr ein Hofknecht-Symbol mit auf eurem Einkommenstableau durch das Bauen von Grenzteilen oder eines Gebäudes frei? Erreicht ihr die entsprechende Fortschrittsmarke auf der Deichleiste, dürft ihr sofort einmalig einen Hofknecht einsetzen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, irgendwie hier. Wenn man das Ding erreicht, dann darf man den sofort einmalig einsetzen. Oder wenn man ein Gebäude baut, dass das irgendwie kann. Haben wir hier gerade scheinbar nicht. Wie kriege ich die hier jetzt, wenn ich die hier auf diese Plüsse Das hier kriegst du durch den und den kriegst du, wenn du entweder hier irgendwie bist oder ein Gebäude hast, dass das ein Boot drauf hast. Aber hier ist auch dieses plus 1. Ne? Ja, dann kann man das wohl auch irgendwie machen. Ich kann was das hier für eine Leiste ist. Hier kommt die Marker hin. Ah, das kann Sinn machen. Wir gucken gleich mal. Oder ihr recht entsprechende Fortschrittsmarke auf der Liste sofort. Das heißt, eine andere Aktion zuordnen oder euren zweiten Hofknecht ins Spiel bringen und auf eurem Spielplan platzieren. Warte nochmal. Der Vorteil der Hofknechte wird weiter unten bei der jeweiligen Aktion erklärt. Eine Übersicht findet ihr auf eurem Einkommenstableau. Spielt den Hofknecht-Symbol auf eurem Einkommenstableau durch das Bauen von Grenzteilen. Das macht man hier. Ja. Scheinbar. Und durch das Bauen von oder eines Gebäudes frei oder reicht die entsprechende Fortschrittsmarke auf der Deichleiste, dürft ihr sofort einmalig einen Hofknecht versetzen, das heißt einer anderen Aktion zuordnen oder euren zweiten Hofknecht ins Spiel bringen und auf eurem Hofplan platzieren. Das wird sicher später klarer. Nach jeder Aktion überprüft ihr alle Aktionspunkte eures Bauern, zuzüglich der eventuell zusätzlichen Aktionspunkte durch Hofknechte, siehe hier unten, hat man einfach 2 Aktionspunkte mehr, das macht schon Sinn. Ist das nicht der Fall, dürft ihr für jeden verbleibenden Aktionspunkt jeweils eine Baustoffkarte aus der Auslage oder verdeckt vom Stapel ziehen. Das ist ein bisschen wie Zug um Zug. Es ist grundsätzlich nicht zulässig, auf die eigentliche Aktion zu verzichten, um nur Karten nachzuziehen. Sollte der Nachziehstapel leer sein, mischt ihr, macht einen neuen Nachziehstapel, Schafe, Taler, Deichbruchmarker sind unbegrenzt. Ihr könnt die Marker 3 Schafe als Ersatz für 3 einzelne Schafe ausgehen. Sollte euch das Spielmaterial dennoch ausgehen, improvisiert bitte. Die 5 Aktionsfelder auf eurem Spielplan. A. Gebäude oder Anlage bauen. Hofausbau. Mit dieser Aktion baut ihr genau ein Gebäude oder eine Anlage, sprich Hofausbau, einer bestimmten Stufe. Der Bauer, mit dem ihr diese Aktion durchführt, muss entsprechend der Stufe Aktionspunkte einsetzen. Hier steht es immer drauf. Stufe 3, Stufe 4. Um den Hofausbau zu bauen, müsst ihr die angezeigten Rohstoffe ausgeben. Beispiel für 2 Gebäude. Also... Was der Bauer zeigt an, welchen Aktionswert der Bauer mindestens haben muss. Dann hier die Farben geben an, welche Rohstoffe man dafür ausgeben muss. Grau Holz, Orange Lehm, Grau Stein. In der roten Banderole steht die Funktion, die immer bei einer Bedingung in Kraft tritt. Immer bei Zahle so. Achso, immer wenn das rot ist, hat das einen Trigger. Wenn es nicht rot ist, dann ist es einfach etwas anderes. Genau, die Funktion hier ist immer die Farbe, wo das, also die Phase. Das kann halt immer in jeder Phase 1 in Kraft treten. Das kann halt immer bei Sturmflut in Kraft treten. Ja.
Genau, helle Bande, sofort einmalige Funktion. Wenn hier ist Punktewert am Ende oder halt auch nicht. Genau, wenn es eine blau-graue Banderole hat, dann ist es eine Sturmflutaktion. Das steht dann auch immer durch das Symbol, hier ist das klar. Mhm. Die Mauern des Gebäudes dienen gleichzeitig als Grenzteile. Scheinbar muss man so ein Gebäude auch immer wirklich bauen mit Mauern. Wir müssen noch mal umzäunen. Das sieht zumindest auf den Bildern nicht so aus. Nee, wieso? Die haben doch hier auch solche Holzbalken. Dann ist das wahrscheinlich darauf bezogen. Ja. Die Mauern dienen gleichzeitig als Grenzteile. Okay, dann ist das wahrscheinlich cool. Gucken wir mal. Beispiel für eine Anlage. Hier ist der Geländetyp abgegeben. Ist da manchmal ein Geländetyp drauf? Hier, das hier. Ja. Dann musst du die Anlage auf ein Hoffeld mit dieser Geländeart bauen, in diesem Fall Gebüsch. Der Name, Siegpunktewert, Funktion, manche Hofausbauten haben zwei Funktionen. Wenn es eine grüne Banderole hat, ist es eine dauerhafte Scharfhaltungsfunktion. Und die Seiten dieser Anlage gelten nicht als Grenzteile. Ne? Hier sind keine Dinger drumherum. Mhm. Legt das Hofausbauplättchen auf ein freies Feld, auch ohne Schaf eures Hofplans. Manche Hofausbauten können nur auf bestimmte Geländefelder, Baum, Gebüsch, Teich eures Hofplans gelegt werden. Das entsprechende Geländesymbol wird dann links neben dem möglichen Baustoff angezeigt, haben wir schon gesehen. Hofausbauten ohne einen bestimmten Bauplatz dürfen auf jedes beliebige Feld, egal ob mit oder ohne Gelände, gebaut werden. Dabei ist es egal, ob das Feld innerhalb oder außerhalb einer Weide liegt. Als eine Weide gelten ein oder mehrere Hoffelder, die mittels Grenzteilen und oder Gebäuden als geschlossener Bereich eingegrenzt sind. Okay, also das kannst du auch benutzen, um das abzuschließen mit weniger Teilen. Allerdings gibt es einige Hofausbauten, die ihre Funktion nur dann entfalten, wenn sie auf einem Feld innerhalb bzw. außerhalb einer Weide liegen. Die Rückseite der Spielübersichten zeigt euch die wichtigsten Symbole. Ja. Ah, okay. Hofausbauplättchen, die einmal gebaut sind, müssen bis zum Spielende liegen bleiben. Man darf sie weder abreißen, noch versetzen, noch überbauen. Wir spielen aber eh nur drei Runden. Mal gucken, ob wir alles vollkriegen. Jeder Spieler darf im gesamten Spiel nur genau ein Sturmflutgebäude bauen. Okay. Und insgesamt nur vier Gebäude, wie man an den vier Häusern auf dem Einkommenstableau sehen kann. Dies sind diese hier. Ja, jo. Anlagen dürfen beliebig viele gebaut werden. Solange der Vorrat reicht, legt ihr nach dem Bauen immer ein neues Plättchen vom entsprechenden verdeckten Stapel offen in die Auslage, Sturmflutgebäude ausgenommen. Das heißt, davon darf man so viele bauen, wie man will, von denen hier nur vier. Von Gebäuden insgesamt, das sind ja, glaube ich, auch Gebäude. Und ja, Sturmflutgebäude darfst du nur eins haben. Genau, aber die von denen darfst du so viele haben, wie du willst. Genau. Gibt es davon auch mehr. Ja. Im unteren Bereich der Hofausbauten ist die Funktion dargestellt. Diese tritt in der Regel sofort nach dem Bau in Kraft. Sollte die Funktion eines Hofausbaus in den Bedingungen außerhalb oder innerhalb der Weide zeigen, tritt sie erst in Kraft, sobald die Bedingung erfüllt ist. Auf der Rückseite eurer Spielübersicht findet ihr eine Erklärung der Symbole, eine genaue Beschreibung findet ihr im Anhang. Das Wappen zeigt die Siegpunkte an für die Schlusswertung bei der Sturmflut. Das ist hier die mega Sturmflut, die ankommt. Ist dort ein Ausrufezeichen abgebildet, dann ist das Ding 0 Punkte wert an sich, aber gibt eine Funktion, die bei Beginn der Schlusswertung ausgeführt wird. Mhm. Für Gebäude, nicht für Anlagen, gelten die folgenden Regeln. Immer wenn ihr ein Gebäude baut, nehmt ihr das erste Haus links nur am Einkommenstableau und stellt dieses auf die linke obere Ecke des Gebäudes. Da ihr nur 4 Häuser zur Verfügung habt, könnt ihr nur 4 Häuser im Spiel bauen. Die 4 Seiten eines Gebäudes gelten gleichzeitig als Grenzteile, können benutzt werden, um eine Weide abzuschließen. Habt ihr durch den Bau eines Gebäudes auf einem Einkommenstableau ein Symbol aufgedeckt, dann enthaltet ihr entweder in der nächsten Verwaltungsphase mehr Einkommen oder ihr dürft bei einem aufgedeckten Hofknecht-Symbol sofort und einmalig eine Hofknecht-Marke versetzen oder euren zweiten Hofknecht ins Spiel bringen. Haben wir das ist ein Hofknecht-Marke? Die bekommt man bestimmt irgendwo. Die bekommt man hier beim dritten Haus. Hofknecht. Für jeden Hofknecht, den ihr diese Aktion zugeordnet habt, bezahlt ihr beim Bau eines Gebäudes oder einer Anlage einen beliebigen Baustoff weniger als auf dem Plättchen angegeben. Was? Wo? Wann? Weniger? Hä? Das ist irgendwie das hier. Das macht keinen Sinn. Nee. Aber es wird sicher. Hier steht minus 1. Beim obersten. Wahrscheinlich meinen die. Das wird bestimmt gleich alles klarer. Dann das nächste hier ist Deichbau. Mit dieser Aktion dürft ihr Materiallager, Baustoffe für den Deichbau einlagern und schreitet dafür auf der Deichleiste, das ist die hier, voran.
Um Baustoffe für den Deichbau und Materiallager einzulagern, gebt ihr Baustoffe ab, maximal so viele, wie der eingesetzte Bauer einen Aktionspunkt hat. Ne? Also 4 Punkte, kann ich 4 Rohstoffe abgeben. Ihr dürft weniger abgeben, um für nicht gebrauchte Aktionspunkte Baustoffkarten zu ziehen. Okay? Für jeden Baustoff, den ihr... Wofür darf man Baustoffkarten ziehen? Für? Du, wenn du Deich, wenn du das hier machst, dann gibst du ja, ne, setzt du hier ja drauf und dann gibst du halt irgendwie passende Karten ab. Du kannst aber auch weniger Karten abgeben, als der Punkt hat und darfst dafür dann für die übrigen gerne mal Karten nachziehen. Okay. Für jeden Baustoff, den ihr in die Lagerung gebt, setzt ihr die entsprechende Baustoffmarke auf dem Materiallager, um... Materiallager? Ist das, oder? Ah, die kommen dann scheinbar irgendwie hier hin. Also nochmal. Für jeden Baustoff, den ihr mit für die Lagerung abgeht, setzt ihr die entsprechende Baustoffmarke auf dem Materiallager um ein Feld nach rechts. Achtung, wenn mit der Lagerung einer Baustoffart begonnen wurde, kann keine andere Baustoffart eingelagert werden, bis genug Baustoffe für das aktuelle Deichteil gesammelt wurden. Sprich, wenn du hier einmal mit Holz anfängst, darf dann nur noch Holz rein. Ist das letzte Feld am Materiallager hier die Schubkarre voll? Und damit die für das Deichteil benötigte Anzahl an Baustoffen erreicht, setzt ihr ein neues Deichteil in den Deichbereich ein. Setzt das Deichteil so weit wie möglich links ein, bis eine Deichebene abgeschlossen, wobei eine Deichebene abgeschlossen werden muss, bevor mit dem Bau der nächsten Ebene beginnt. Ja, sprich, das sind die Deichteile und die stellt man irgendwie scheinbar dahin. Richtig. Also die gibt es unterschiedlich. Ah, ich würde sagen, wir fangen mit den Fetten an. Achtung, je höher ihr den Deich baut, desto mehr Deichteile werden pro Ebene benötigt, um der Flut standzuhalten. Auf der untersten Ebene 3 Deichteile entspricht ein Deichteil 4 Flutsteinen. Auf der mittleren Ebene. vier Deichteile nur noch 3 Flutsteine und auf der obersten Ebene 6 Deichteile hält ein Deichteil sogar nur 2 Flutsteine ab. Auch das wird gleich Sinn ergeben. Die Kosten für ein Deichteil bleiben dennoch gleich. Es wird also im Laufe des Spiels schwieriger, den Deich zu halten. Diese böse Flut. Wenn ein Deichteil gebaut wurde, verbleibt die Baustoffmarke zunächst auf dem letzten Feld des Materiallagers. Es ist nicht möglich, diesen Baustoff direkt für das nächste Deichteil erneut einzulagern. Sprich, wenn das hier hinten ist, kannst du nicht sofort das wieder einlagern, sondern musst erst was anderes einlagern. Erst wenn mit der Lagerung eines anderen Baustoffs begonnen wurde, ich hoffe, wir haben die gleichen 4 Karten gezogen, könnt ihr beginnen, Blase vorne, sofern ihr noch Aktionsteile über habt. Für jeden Baustoff, den ihr im Materiallager einlagert, drückt ihr mit eurem Deichpunktanzeiger einen Schritt auf der Deichleiste vor. Wenn ihr mit eurem Deichpunktanzeiger am Ende der Deichleiste angekommen seid, zweites Feld des 20 Deichpunktebereiches. Und dann ist das nächste Feld das erste Feld des einen Deichpunktebereichs. Somit könnt ihr mehr als 20 Deichpunkte sammeln. Okay. Dann geht's wieder von vorne. Man fängt einfach hinten hier so einen Weg reinmalen können. Das wäre voll stylisch gewesen. Ja, das wäre so hier so eine Treppe zum Beispiel. Ja, genau. Frederik legt seinen Bauer mit dem Aktionsset 4 auf die Aktion Deichbau. Er lagert 3 Steine im Materiallager ein, schließt damit das nächste Deichteil ab. Das fertiggestellte Deichteil baut ihr sofort auf den Deichbereich. Auf der untersten Ebene wird ein langes braunes Element eingesetzt, auf der zweiten ein mittleres dunkelgrünes und auf der obersten Ebene ein kurzes hellgrünes Deichteil. Da Frederik noch einen Aktionspunkt seines Bauern über hat, lagert er noch ein Lebematerialager ein. Der Baustoffmarker wird im einen Leben vorgesetzt. Denn nur mit dem Einlagern des Baustoffs begonnen wurde, kommt der Marker wieder zurück. Alles klar. Für seine 4 eingelagerten Baustoffe hält Frederik 4 Deichschritte auf der Deichleiste. Da sein Deichpunktanzeiger auf einer Fortschrittsmarke landet, darf er sich einen Bonus aussuchen. In dem Fall 3 Taler nehmen oder eine Hofknechtmarke versetzen. Den Bonus würde er auch beim Überschreiten der Fortschrittsmarke erhalten. Man muss also nicht nur drauf landen. Hofknecht. Jeder bekommt Hofknecht. Bekommt nur der Erste, der darüber geht? Nein, jeder. Okay. Immer. Sehr gut. Deswegen kann es auch Sinn machen, hier wieder neu anzufangen, weil dann kannst du die ganzen Bäume nochmal abgreifen. Mhm. Jeder Hofknecht, den ihr dieser Aktion zuordnet habt, erhöht die Aktionspunkte der eingesetzten Bauern um 1. Also die erhöhen es irgendwie immer um 1. Mhm. Der Baustoff muss auch abgegeben. Dieser Baustoff muss auch abgegeben werden. Genau, ihr dürft also für jeden Hofknecht einen Baustoff mehr einlagern. Dieser Baustoff muss, der Vorteil geht nur, wenn ihr die Aktion in eurem Zug selbst gewählt habt und nicht, wenn ihr mitbaut. Siehe unten. Jetzt kommt das Mitbauen am Deich.
Nach Abschluss eurer, da gibt es auch irgendeine Zwei-Spieler-Anpassung. Nach Abschluss eurer eigenen Deichbauaktion, also nach den eventuellen Nachziehen von Baustoffkarten für Reaktionspunkte, müsst ihr einen Mitspieler auswählen. Man kann auch scheinbar im Zwei-Spieler-Spiel mit der Bank bauen, dem ihr anbietet, am Deich mitzubauen. Für ihn gelten die gleichen Regeln, auch er bekommt für das Einlagern von Baustoffen Schritte auf der Deichleiste. Der Spieler, dem ihr das Mitbauen anbietet, entscheidet frei, ob er das Angebot annehmen und ablehnen möchte. Er darf maximal so viele Baustoffe einlagern, wie es ihr es als aktiver Spieler getan habt. Hofknechte geben keinen Vorteil, besitzt er keine passenden Baustoffe oder kann sie nicht 2:1 umwandeln, muss er auf das Mitbauen verzichten. Wenn euer Mitspieler die Möglichkeit des Mitbauens nutzt, egal wie vielen Baustoffen, bekommt ihr als aktiver Spieler genau einen weiteren Schritt auf der Deichleiste. Der aktive Spieler setzt seinen Deichpunkteanzeiger zuerst. Absprachen, Verhandlungen, Diskussionen sind beim Mitbauen nicht erlaubt. Es ist auch nicht erlaubt zu fragen, wer den zum Mitbauen benötigten Rohstoff auf der Hand hat. Das kann man nicht mit Corinna spielen, weil die weiß das dann. Außer man zieht von hier. Was sollte man machen? Im Spiel mit zwei Spielern gibt es hier eine Änderung, die auf Seite 12 erklärt wird. Fortschrittsmarke auf der Deichleiste. Immer, also auch beim Mitbauen, wenn ihr mit eurem Deichpunktanzeiger auf oder über ein Feld der Deichleiste zieht, auf dem eine Fortschrittsmarke liegt, bekommt ihr sofort den dazugehörigen Bonus. Bleiben liegen, können auch von anderen Spielern genutzt werden. Die Boni werden erklärt, sind aber auch relativ selbsterklärend. Dann hier das nächste. Grenzteile. Bauernrohr versetzen. Diese Aktion könnt ihr für jeden Aktionspunkt eures Bauern einen Grenzteil auf eurem Hof bauen und oder versetzen, um beiden zu vergrößern und neu zu arrangieren. Siehe hierzu auch Regeln der Schafhaltung in Phase 2 Verwaltung. Grenzteil versetzen. Nehmt ein beliebiges Grenzteil vom Hofplan, also von da, legt es auf eine Stelle. Achso, versetzen. Ist hier, also von hier nehmen und irgendwo anders nehmen. So, bupp. Dieser braucht einen Aktionspunkt, zahlt für das Grenzteil einen beliebigen Baustoff. Möchtet ihr in der gleichen. Weil verschieben kostet auch einen? Mhm. Also, wenn du das umlegst, dann kostet das einen Baustoff. Das ist ja doof. Vielleicht ist es auch gut. Möchtet ihr in der gleichen Aktion mehr als nur ein Grenzteil verbauen, müssen die Baustoffe, die ihr abgibt, alle von der gleichen Art sein. Mhm. Also immer nur Holz oder so. Habt ihr durch den Bau von Grenzteilen einen Abschnitt durchgezogene Linie auf eurem Einkommenstableau vollständig aufgedeckt, also hier irgendwie die, haltet ihr den entsprechenden Bonus in der nächsten Phase Verwaltung. Dafür zusätzliches Einkommen oder ihr dürft beim aufgedeckten Hofknecht-Symbol sofort und einmalig eine Hofknecht-Marke versetzen oder euren zweiten Hofknecht ins Spiel bringen. Wieso in euren zweiten? Haben wir den ersten Hofknecht? Kriegt ihr jetzt das Spielbeginn schon Hofknecht? Nee, ne? Ah, jeder kriegt zwei Hofknechte. Ah. Und wie legt man jetzt hier dann seinen Beruf? Und scheinbar. Das passt auch viel besser. Mal gucken, was es mit den Dingern auf sich hat. Grenzteil bauen, genau, hatten wir. Ja, Hofknecht, der Hofknecht, den ihr diese Aktion zugeordnet habt, erhöht die Aktionspunkte des eingesetzten Bauern um 1. Ihr dürft also für jeden Hofknecht ein Grenzteil mehr bauen oder versetzen. Wird ein Grenzteil mehr gebaut, muss der Baustoff dafür abgegeben werden. Achtung, Felder, auf denen ihr Schafen haltet, müssen nach jedem Umbau einer Weide lückenlos sein. Ansonsten würden euch alle Schafe davonlaufen. Nur während des Umsetzens von Grenzteilen darf eine Weide mit Schafen offen sein, solange am Ende der Aktion die Schafe alle wieder auf einer geschlossenen Weide stehen. Mhm. Unabhängig davon könnt ihr aber auch Grenzteile auf Grenzlinien eures Hofplans bauen, die erst später Teil einer Weide werden. Als Weide gelten sie, wenn sie komplett umschlossen sind. Aktionspunkte, die ihr nicht nutzt, könnt ihr verwenden, um Baustoffkarten zu ziehen. Dann Schafe kaufen oder verkaufen. Man kann überall, wenn man Aktionspunkte nicht nutzt, Baustoffkarten ziehen? Mhm. Okay. Du musst aber mindestens einmal das machen. Du darfst dann nicht bauen, irgendwo hinsetzen, nur Karten ziehen. Yeah. Und hier unten Schafe kaufen oder verkaufen. Ja, hier. Mhm. Okay, hier steht auch immer, was denn die Bauknechte machen, wenn man die hinlegt. Und scheinbar kann man hier maximal zwei hinlegen und hier nur einen. Mhm. Mit dieser Aktion dürft ihr pro Aktionspunkt eures Bauern ein Schaf auf dem Schafmarkt wahlweise einkaufen oder verkaufen. Den aktuell gültigen Schafpreis für einen Verkauf entnehmt ihr die unteren Reihe der Wertungsleiste auf dem Spielplan. Ihr dürft diese Aktion, ihr dürft dann nicht gleichzeitig einkaufen und verkaufen. Einkauf kauft maximal so viele Schafe aus einer genau beliebigen Zahl des Schafmarkts, also hier, wie euer Bauer Aktionspunkte hat. Ihr könnt nur so viele Schafe kaufen, wie da vorhanden sind.
und ihr auf eurem Hofplan unterbringen könnt. Verkauf maximal so viele eigene Schafe an genau eine beliebige Zeile Schafmarks für euer Bauaktionspunkte. Legt alle Schafe, die ihr verkauft, dahin. Und ja, okay, also man kann jetzt aktuell hier 2 Schafe reinverkaufen und würde dafür 3 Taler bekommen. Und du kaufst 2 und musst dafür 6 Taler bezahlen. Und dann wird das Ding wahrscheinlich verschoben. Diese Aktion kann nur ein Hofknecht zugeordnet werden. Genau, und hier steht halt, ne, dass man immer, wenn man dann Hofknecht macht, dann zahlt man entweder ein weniger oder bekommt ein Geld mehr. Das gilt auch nur, wenn man das über die Aktion macht und nicht, wenn man hier drüber irgendwie Schafe kaufen kann. Okay, hier steht noch nicht, wie das vorgeht, aber das ist irgendwas mit Flut und Deich und keine Ahnung. Aktion E, Baustoffkarten nachziehen. Mit dieser Aktion zieht ihr für jeden Aktionspunkt des eingesetzten Bauern eine Karte aus der offenen Auslage oder vom verdeckten Stapel. Wenn ihr offene und verdeckte Karten nachziehen wollt, dann müsst ihr zunächst so viele offene Karten nehmen, wie ihr möchtet und den Rest dann vom verdeckten Stapel ziehen. Nachdem ihr alle euch zustehenden Karten gezogen habt, füllt ihr die Auflage wieder auf. Jeder Aktionsknecht, den ihr da hinsetzt, gibt euch halt ein mehr. Gut, das waren die 5 Aktionen. Easy. Dann kommt Phase 2, Verwaltung. Easy. Vermehrung der Schafe. Jetzt schon Overload. Ihr erhaltet für die 2 Schafe ein weiteres hinzu, sofern ihr die auf dem Hofplan unterbringen könnt. Schafhaltung kommt gleich. Die Schafe müssen für die Vermehrung nicht auf dem gleichen... Die erhält man automatisch in der Verwaltungsphase. Ja, wenn du 2 hast, kriegst du 1 dazu. Okay. Also hier kommt auf jeden Fall 1 dazu. Ja, aber das Problem ist, wir können die gerade nicht mehr halten. Das heißt, wir müssen die erweitern. Ja, ich glaube, man kann auf so eine Weide mindestens wahrscheinlich... Das sind ja große Felder. Ich hoffe es. Werden wir gleich erfahren. Einkommen erhalten. Nehmt euch eine Spielerreihenfolge nacheinander für jedes freie Einkommenssymbol auf eurem Einkommenstableau das entsprechende Einkommen. Jeder Spieler hält ein Basiseinkommen von einem verdeckten Baustoff von hier. Ansonsten das, was man hier freigeschaltet hat, also na hier Kram. Ich meine hier gleich, die Stellung auf. Genau, weiteres Einkommen kann durch Gebäude- oder Grenzteilbau gespielt werden. Dann nimmt man sich die Bauern wieder, dann setzt man den Schafmarkt zurück. Man stellt den Ausgangszustand des Schafmarktes wieder her, nimmt dafür alle Schafe von Schafmarkt und legt auf die Felder mit Schafen jeweils wieder ein Feld aus dem Vorrat. Also das sieht am Anfang jeder Runde immer so aus, egal was vorher passiert. Dann Startspielerwechsel. Der Spieler, der auf der Deichleiste führt, bekommt den Startspieler und beginnt die nächste Phase. Sollten sich mehrere auf dem gleichen befinden, dann der, der oben ist. Dann wird die nächste Flutkarte aufgedeckt. Liegt so viele Flutstellen von links nach rechts in den Flutbereich auf dem Spielplan, wie die Flutkarte vorgibt, beginnt jede neue Ebene beim blauen Flutsteinsymbol, sollte ihr auf alle 12 Felder des Flutbereichs ein, ne, dann baut man halt eine Ebene höher. In der letzten Verwaltungsphase des Spiels finden Rückkehr der Bauern, Schafmarktsätzen, Startspielerwechsel nicht statt, aber es wird noch die letzte Flutkarte aufgedeckt. Regel für die Schafhaltung. Auf jedem Feld innerhalb einer Weide, Hoffelder komplett eingezäunt, kann genau ein Schaf untergebracht werden. Die brauchen viel Platz. Ja, sag ich ja. Manche Hofausbauten, die ihr auf dem Hofplan ausgebaut habt, modifizieren diese Grundregel. Andere Hofausbauten erlauben die Schafhaltung auf diesen Hofausbauten selbst. Grundsätzlich gilt, wenn auf einem Hofausbauplätzchen nicht steht, dass da ein Schaf drauf kann, kann da kein Schaf drauf. Ihr dürft die Schafe auf eurem Hofplan jederzeit umtreiben, das heißt, ihr könnt sie zwischen den Weiden beliebig hin und her schieben. Das ist sinnvoll, wenn ihr einen Hofausbau auf ein Feld bauen wollt, das gerade von einem Schaf belegt ist. Ihr dürft jedoch grundsätzlich kein vorhandenes Schaf von einem Hofplan einfach so ohne eine Aktion oder eine Hofausbaufunktion entfernen. Würdet ihr ein Schaf erhalten, habt aber keinen Platz, erhaltet ihr das Schaf nicht. Hochwasser, Phase 3, hier. In dieser Phase wird geprüft, ob der Deich standhält oder nicht. Vergleicht die Anzahl von Deichebenen mit der Anzahl der Flutsteinebenen. Gibt es mehr Flutsteinebenen als Deichebenen, bricht der Deich. Gibt es mehr Deichebenen als Flutsteinebenen, hält der Deich. Ist die Anzahl der Ebenen gleich, vergleicht ihr auf der obersten Ebene die Länge der Flutsteine und Deichteile. Ist die Reihe der Flutsteine länger als die Reihe der Deichteile, bricht der Deich. Ist die Reihe der Deichteile gleich oder länger als die Reihe der Flutsteine, hält der Deich. Legt danach die 3 aufgedeckten Flutkarten in die Schachtel zurück. Die hier? Also wenn man... Okay.
Aber dann ist doch das Spiel zu Ende. Wenn die drei Karten durch sind, oder nicht? Weil die werden doch immer... Immer dann... In der Gezeitenphase aufgedeckt. Nee, hä? Müssen wir nicht drei haben? Nee. Also so erscheint mir das auch ein bisschen wenig, weil so wird die Flut ja nie so wirklich hochgebaut, ne? Aber die kommen jetzt ja auch erstmal nebeneinander. Ne? Okay. Das heißt, wenn wir jetzt ein Ding bauen würden, das zählt ja aktuell als 6 in der ersten Runde. Das heißt, da könnten noch 3 draufkommen und der Damm würde schon halten. Ja. Allerdings kommen in der nächsten Runde auf jeden Fall mehr als 3 drauf. Liegt danach die 3 aufgedeckten Flutkarten, das sind die. Vielleicht kommt es gleich. Also Deichheld. Jeder Spieler, der erhält für jeden Deichpunkt, den er auf der Deichleiste Vorsprung auf den letzten Spieler hat, einen Taler aus dem Vorrat. Das ist hier, guck mal, wie viele Punkte Vorsprung hast du von mir, kriegst du halt so viel Taler. Der letzte Spieler hält also keine Taler. Der Wertanzeiger wird auf der Wertungsleiste ein Feld nach rechts geschoben. Dann kommt also der nach da. Wenn der Deich bricht, jeder Spieler hält für jeden Deichpunkt, den er auf der Deichleiste Abstand zum ersten Spieler hat, einen Deichbruchmarker aus dem Vorrat. Aha. Der erste Spieler erhält also keine Deichbruchmarke. Der Wertanzeiger wird auf der Wertungsleiste ein Feld nach links geschoben. Da eure Weiden überschwemmt werden, alle Bauern auf einmal aus Platzmangel Schafe verkaufen müssen, sinkt der Schafpreis aufgrund des großen Angebotes. Ja, ja, erstmal noch nicht, erstmal wird er gleich. Ja. Genau, dann kommt die Sturmflut-Schlussphase, ganz am Ende des Spiels. Dann gibt es irgendwo einen Block. Ja, gibt es irgendwo. Führt die Funktion Hof, der Hofausbau mit dem Symbol für die Sturmflutphase durch. Eventuelle Sonderpunkte werden direkt auf dem Wertungsblock notiert. Deiche prüfen, ein abschließendes Mal wird geprüft, ob Deich hält oder nicht. Deich hält, alle Spieler werfen ihre Deichbruchmarken ohne Auswirkung ab. Das heißt, er muss nur in der letzten Runde wirklich halten. Deich bricht, jeder Spieler gibt für jede Deichbruchmarke ein Schaf in seinem Sitz ab. Kann er kein Schaf mehr abgeben, muss er pro fehlenden Schaf den aktuellen Schafpreis in Talern zahlen. Kann er dies nicht, erhält er so viele Minuspunkte, wie im Taler fehlen. Die Minuspunkte werden im Talerfeld des Wertungsblocks notiert. Ich glaube, so hat Felix jetzt Partie gewonnen, indem alle anderen Spieler katastrophal viele Marker und dann hat er irgendwie den Deichbau sabotiert und dann hat er halt gewonnen. Thematisch auch ein bisschen schwierig, aber ein Saboteur gibt es halt immer. Nein. Dann Siegpunkte zählen. Es gibt halt Punkte für die Deichpunkte. Der Wert auf der Deichwertungsleiste zeigt die Siegpunkte pro erreichten Deichpunkt auf der Deichleiste an. Falls ein Spieler einmal von vorne begonnen hat, dann addiert 20 zum aktuellen Deichpunktfeld. Also kriegt er mal so viele Punkte, wie hier in den Kästen steht. Der Schafpreis auf der Wertungsleiste zeigt die Siegpunkte pro Schaf an. Hofausbauten. Siegpunkte werden wie im Schild des Hofausbaus angegeben. Taler bringen jeweils einen Siegpunkt. Baustoffkarten, 2 Karten geben einen Siegpunkt. Das Spiel endet nach dem Ausziehen der Siegpunkte in der Sturmflutphase. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der beteiligte Spieler, der am weitesten auf der Deichleiste fortgeschritten ist. Es steht immer noch Gleichstand. Dann gewinnt derjenige Spieler, der auf der Deichleiste vorne sitzt. Weiß ich noch nicht. Das hier ist mir gerade noch ein Rätsel. Aber das sind bestimmt die Punkte, die man für... Keine Ahnung. Deich, der Deichwert. Das Multiple hier. Wenn du hier bist, multiplizierst du das mal dem. Jetzt bei 13 kostet mich das dann 13? Bei 13 kriegst du 13 Punkte, wenn das Ding hier ist und du bist bei 13, kriegst du 3 Punkte pro Ding, wo du bist. Und wo? Wir schreiben die Punkte dann hier rein, hier, ne? Ja. Okay. Der Deichwert auf der Zeit, die pro erreichen. Also wenn der immer hält, dann bringt dir hier das Vorgehen nichts. Ja, außer halt diese Sonderaktion, ja. Ja, aber kriegst halt dann, also wenn er halt hier ist, kriegst du halt viel Geld für Schafe und kriegst wenig dafür, dass du auf der Deichleiste vorangegangen bist. Ja. Okay, gucken wir mal. Änderung für das Spiel mit 2 Spielern. Das Spiel mit 2 Spielern läuft wie das Spiel mit 3 oder 4 Spielern ab. Einzig beim Mitbauen am Deich gibt es eine Änderung. Anstatt immer den Mitspieler das Mitbauen anzubieten, ist es möglich, den Markt, repräsentiert durch den verdeckten
Nachziehstapel das Mitbauen anzubieten. Dafür müsst ihr einen Taler zahlen, egal ob der Markt mitbaut oder nicht. Könnt ihr den Taler nicht zahlen, müsst ihr den Mitspieler anbieten, mitzubauen. Bietet ihr den Markt mitbauen, das Mitbauen an, deckt ihr nacheinander so viele Baustoffkarten vom verdeckten Nachziehstapel auf, wie die man selbst gerade eingelagert hat, wird eine passende Baustoffkarte aufgedeckt, bewegt ihr im Baustoffanzeiger Materiallage ein Feld weiter, wird durch den Markt ein neues Deichteil gebaut und entdeckt noch weitere Baustoffkarten auf, dann lagert ihr den nächsten anderen Rohstoff, der eingelagert wird, ein. Der aufgedeckt wird ein. Achtung, bietet ihr im Markt an mitzubauen, erhaltet ihr keinen Gleichschritt, wenn der Markt mitbaut. Okay, cool. Alles verstanden, ne? Ja, ich denke, ich gehe wahrscheinlich da drauf, baue das hier, macht er. Okay, läuft. Ich gehe erstmal aufs Feld. Wow. Ihr seid alle voll dabei, oder? Ist easy. Ich hoffe, die haben das schon gespielt, dass sie uns helfen können. Ah, klang bisher nicht so. Rauscht das eigentlich nur bei mir so krass oder bei euch auch? Wenn man seinen Bauern hier drauf setzt und sich Gleichteile von hier holt, ja, muss man dann auch Baustoffe dafür ausgeben, um die zu holen oder nur fürs Versetzen? Hast du einfach nicht zugehört? Ein beliebiger Rohstoff. Willst du mehr bauen, muss es der gleiche Rohstoff sein. Okay. Gut, also dann geht's los mit der Einkommensphase. Das ist doch bestimmt auch hier alles wunderbar drauf erklärt, oder? Ja, ja, auf der anderen Seite. Kartenlimit prüfen. Drei neue Flüge. Das haben wir schon gemacht. Okay, dann setzen wir die Bauern ein. Was gibt es denn da so an spannenden? Gibt es auch ein Glossar zu den Gebäuden? Hier gibt es zu den Fluggebäuden was. Oh ja, ja, gibt es hier. Ja. Die Hirtenzucht, verstehe ich nicht. Ich verstehe davon aktuell gar nichts. Hirtenzucht. Ja. Also bei Hirtenzucht. Ja. Führe beim Bau der Hirtenzucht sofort eine Aktion Grenzteile bauen oder versetzen wie mit den Bauern des Aktionswerts 3 durch. Danach erhältst du 2 Schafe, sofern du sie auf deinem Hofplan unterbringen kannst. Mhm. Du darfst Hofknechte bei dieser Aktion nutzen. Okay. Was macht alles andere? Was macht das Laubdepot? Ich wollte gerade sagen, musst du mal sagen, ob das grün ist, okay. Es ist grün. Bestimmt grün. Ja, ja. Kann nur auf Bäumen gebaut werden. Das Landdepot beherbergt innerhalb einer Weide bis zu 3 Schafe. Eine Weide ist ein komplett ungezäuntes Ding, ne? Genau. Aber ich glaube... Nee. Eine Weide ist so ein Ding hier, oder? Ja. Das ist eigentlich eine Wiese doch. Was ist denn eine Weide? Aber ich glaube, das Landdepot, das legst du hier hin. Mhm. Das kann nur auf Bäumen gebaut werden, das heißt hier drauf. Mhm. Und wenn du das hier umzäunst, dann kannst du hier 3 Schafe draufstellen. Ah. Ich das richtig verstehe? Ja. Ich glaube, weil das hier ist das Gebäude und das musst du umzäunen. Dann kannst du hier 3 Schafe draufstellen. Mhm. Was ist hier noch an Grün? Also lies mal. Futtertrog. Futtertrog. Man kriegt ein Schaf und man kann auf dem Futtertrog selbst 2 Schafe deponieren. Genau.
Das war? Jo. Und die Forsthütte, man umzäunt das und wenn man das umzäunt hat, darf man 2 Rohstoffkarten ziehen. Forsthütte? Ah ja. Jedes Mal, wenn du eine Arbeitsphase mit der Aktion Grenzteile bauen oder versetzen, ein oder mehrere Baumfelder am Ende der Aktion in eine Weide neu eingeschlossen hast, erhältst du 2 Baustoffkarten vom Nachziehstapel. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Okay, was macht das Gutshaus? Der Bonus gilt erneut, wenn ein Baum durch das Versetzen von Grenzteilen wieder aus einer Weide ausgeschlossen wird und dann wieder in einer weiteren Aktion, nicht derselben, wieder in eine Weide eingeschlossen wird. Das heißt, man kann sich da immer wieder zu, raus. Nice. Aber es kostet halt, ist halt eigentlich Schwachsinn, weil du zahlst ja für das Rausholen aus der Weide, musst du ja Baustoffkarten und dann kriegst du nur 2 wieder. Man weiß nicht. Aber man kann auch jedes Feld, also ich glaube, du kannst ja nur einen Bauern einmal hier hinlegen und dann nicht noch einen drauf? Doch, kannst du. Ja? Weil dann musst du halt 1 Taler zahlen dafür. Stimmt, so war das. Ob das passt? Voll nice. Ja, ne? Hat er gut gemacht. Okay, was macht die Baumeisterei? Immer wenn ich einen Arbeiter... Ist das bei den Schafen? Hier, bei den Menschen da. Okay, Schafmeisterei. Was? Nee, Schafmeisterei gibt's nicht. Baumeisterei. Ja. Sorry. Siehst du? Baumeisterei. Immer wenn du in der Aktionsphase als aktiver Spieler einen Deich baust, erhältst du insgesamt einen zusätzlichen Deichschritt. Immer wenn du was? Wenn du hier mit einem Deich baust, kriegst du einen Schritt mehr. Genau. Okay, klingt cool. Die Bauschreinerei? Immer wenn du in der Aktionsphase eine Anlage oder ein Gebäude baust oder am Deich baust, darfst du ein Holz weniger abgeben als gefordert. Also gegebenenfalls auch 0 Holz. Okay. Wenn du beim Deichbau Holz gefordert wird, kannst du am Deich auch dann einen Baustoff verbauen, wenn du gerade keine Baustoffkarte besitzt. Klar, weil du halt einen gratis kriegst. Das gilt auch beim Mitbauen, wenn du es besitzt. Außerdem kannst du... Ah, und der ist auch kombinierbar mit der Bauziegelei oder der Steinmetzerei. Okay. Was macht die Fluttermühle? Heißt sie da auch Fluttermühle oder heißt sie da Fluttermühle? Ja. Nee, Fluttermühle. Okay. Beim Bau der Fluttermühle darfst du sofort jedes Gebäude... dass du sofort für jedes Gebäude auf deinem Hofplan inklusive diesem einen Flutstein entfernen. Dies gilt nicht für Anlagen. Anlagen sind die grünen, die ziehen nicht. Okay, bei der Molkerei kriegt man wahrscheinlich sofort, wenn man es gebaut hat, für jedes 2 Schafe ein Geld. Moment, Molkerei. Schafgrad. 1 Taler. Ja, für jede 2 Schafe auf dem Hofplan kriegt man 1 Taler. In dem Moment, wo man es baut. Ja, sofort. Und die Hirtenzunft, da darf ich sofort eine Aktion... Dinger hier bauen, wie mit einem Dreier und kriegst du noch 2 Schafe. Genau. Was macht das Futterlager? Futterlager. Benachbarte, unbebaute Felder innerhalb einer Weide beherbergen jeweils 1 Schaf mehr. Das geht auch, wenn zwischen dem Futterlager und der Weidefeld ein Grenzteil liegt. Also können da 2 Schafe pro Feld hin. Okay. Was macht der Zuchthof? Man kriegt ein Schaf und am Ende kriegt man... Für je 4 Schafe in jeder... Mit dem Bau des Zuchthofs erhältst du sofort 1 Schaf, sofern du es auf deinem Hof unterbringen kannst. Bei dem ersten Schritt in der Phase Sturmflut erhältst du für je 4 Schafe in deinem Besitz ein weiteres Schaf aus dem Vorrat dazu. Die Schafe, die du so erhältst, setzt du auf den Zuchthof. Du musst sie nicht regelkonform auf deinem Plan unterbringen. Sehr gut. Der Deichschacht? Deich 8? Deich 8. Mit dem Bau des Deich 8 setzt du sofort deinen Deichpunktanzeiger auf der Deichleiste 3 Schritte weiter. Erreichst du damit eine Fortschrittsmarke, kannst du sofort nutzen. Und bei dem ersten Schritt der Phase Sturmflut ziehst du für jeweils 3 erreichte Deichpunkte auf der Deichleiste deinen Deichpunktanzeiger 2 Schritte vor. Also sprich, wenn du 3 hast, kommst du dann auf 5. Erreichst du dadurch eine Fortschrittsmarke, erhältst du keinen Bonus mehr. Das Gutshaus machst du sofort einmal ausbauten wie mit einem 4er. Und kriegst für jeden Ausbau 2 Punkte? Nee, beim ersten Schritt der Phase Sturmflut erhältst du für jede Anlage auf deinem Hofplan 2 Sonderpunkte. Das ist einfach alles 2 Punkte mehr. Die Anlagen aber nur, ne? Ja. Nur die Anlagen, also nur die hier. Okay, gut, dann ist ja jetzt alles klar. Ich habe keine Ahnung, was die Strategie ist. 0. Aber du fängst ja an, deswegen kann ich erstmal gucken. Ja, ich würde sagen, ich verballer doch gleich mal meinen 4er. Und baue einen Deich. Jo. Habe ich aber gar keine Karten mehr. Vielleicht will ich das nicht machen.
Vielleicht will ich irgendwas cool, ich brauche. Nee, du kannst ja dein Dings da hinsetzen, dann kriegst du eine Karte nachziehen. Ich kann ja auch. Machen wir eigentlich, nee, man macht alle drei weg und dann ist der andere dran, ne? Und nicht abwechselnd, oder? Ich glaube abwechselnd, oder? Ich habe keine Ahnung. Leute, seid ihr noch da? Lebt ihr noch? Achso, ich suche mal wieder mit raus, damit ihr hier alles euch angucken könnt. Genau, Reihe um hier ein. Okay. Das ist ja jetzt hier eine gute Gewinnstrategie. Gibt es da was, was man vielleicht nur mit Holz bauen kann? Nein. Ja, das habe ich auch schon nachgeguckt. Vielleicht will ich hier, also ich kann... Wie kriegt man diese Ressourcen hier? Immer wenn du Karten ziehen kannst. Dann zieht man die von die, von da, außer man sagt versteckte Karten. Ja. Okay, verstehe. Ich glaube, habe ich aus dem Hof gekriegt? Wir haben nur den einen, ne? Ne, wir haben zwei, wo ich den anderen? Kein Plan. Stimmt, der hier. Ja, genau, und am Ende hast du drei, ne? Ja, so würde ich es auch machen. Mhm. Ich will das. Und dann ziehe ich diese Karte. Siehst du alle? Nee, das darfst du ja nicht. Was? Wieso? Musst du jetzt diese Karte? Nein. Du musst erst von da ziehen, so viele wie du ziehen willst, und dann von da. Du kannst auch nicht hier ziehen, sagen, ah, passt, dann hier in den wechseln. Du hast nochmal gemischt, hast du gesagt, ja? Ja. Okay. Ich habe das in drei Stapel aufgeteilt und dann nochmal gemischt. Mhm. Jetzt kommt da einer hin. Ja. Oh, okay. Käse, welch Wunder. Okay. Ja, cool, das war eine krasse erste Aktion. Was gibt es noch an Rohstoffen? Es gibt Ziegel, Holz, Lehm, Stein, okay. Sag das bitte oder noch einmal. Was hat sie denn jetzt als Siri verstanden? Nichts, ich habe mich auf das Ding mit meinem Ellbogen gelegt. Ah. Also ich glaube, ich lege den Marker hier hin. Ich habe keine Ahnung, ob es sinnvoll ist. Mhm. Leg den Dreier hier hin. Mhm. Dadurch darf ich vier Karten ziehen. Mhm. Und davon eine. Ja. Nee, ich habe gut gemischt. Alles zu dir. Ich glaube, wenn wir am Deich weiterbauen, ne, dann muss man ja 2 für 1 zahlen, ne? Ist das korrekt? 2 für 1? Nee, wann musste man 2? Du kannst auch 2 gleiche für einen ausgeben. 2 gleiche für einen anderen. Ja, also 2 Holz für ein Leben oder so. Okay. Okay, ich glaube, ich baue mal ein bisschen am Deich. Ich will aber auch, ich mache einfach mal irgendwelche Sachen, mir scheißegal. Und dann setze ich hier noch den ein, dann habe ich jetzt 4, dann kann ich hier 4 abgeben, 4 Holz. Das ist der, finde ich. Und dann gehe ich hier jetzt 1, 2, 3, 4 Schritte vor. Mhm. Und dann ist jetzt der Deich gebaut. So wird im 4er sind, korrekt? Genau, aber jetzt, kann ich ja dir anbieten, mitzubauen. Aber der Bau ist doch jetzt abgeschlossen, oder nicht? Ja, aber du kannst ja nach Abschluss eurer eigenen, müsst ihr einen Mitspieler auswählen, dem ihr anbietet, mitzubauen. Für ihn gilt, ihr könnt jetzt quasi was komplett Neues anfangen. Und du darfst maximal 4 einlagern. Mhm. Ja. Und da ich ja nicht. Oh, vielleicht möchte ich, dass du das machst. Möchtest du mitbauen? Ich biete dir das an. Was habe ich denn davon mitzubauen? Also ich meine, das kostet mich keine Aktion. Du hast was ich keine Aktion. Du darfst auch bis zu 4 irgendwas da einlagern, nur kein Holz. Ja. Und du gehst halt auch die Schritte vor. Ich gehe dann noch einen extra Schritt vor. Dafür hast du halt das nicht als Aktion gemacht. Mhm. Und du musst aber nicht.
Ja, das Doof ist halt mit dem Holz, ne? Dass ich Holz nicht einsetzen darf. Richtig. Ja. Also hier wird ja eins nachgefüllt. Mhm. Und ich würde mit einem Lehm anfangen. Mhm. Nee. Dann so. Ja. Rutsche einen vor und du rutschst auch einen vor. Genau. Und damit habe ich dir geholfen, darauf zu kommen. Genau. Und jetzt entweder oder. Ja. Ich bin gierig. Mir geht. Ich habe noch keine Ahnung, wofür ich Geld brauche, ist schon gut. Nur um Schafe zu kaufen, glaube ich, oder? Oder? Nee, man kann auch Güter kaufen, kann das sein? Oder nee, ist das Güter gegen Sonderpunkte? Das ist das Zeichen für Sonderpunkte, glaube ich. Ja, aber ich glaube, das ist nur wie viel das Wert ist. Deichpunkte. Der Wert auf der Wertungsleiste zeigt, ja, das gibt, wie viel dein Fortschritt hier wert ist. Aktuell wäre das halt bei mir einmal 2 Punkte wert. Okay. Okay, dann jetzt die Zweier-Bauaktion. Und zwar baue ich für 2 Ziegel und einen Stein die Bauschreinerei. Darf man auf solche Gebäude auch Schafe raufstellen? Nee, ne? Nee, nur wenn es irgendwie das Gebäude selbst ergibt. Ja. Hängt. Okay. Wenn wir erstmal drin sind, dann läuft das richtig hart, ja. Gut. Gut, dann möchte ich gerne bauen. Hier, ich mache das so und mache das hier. Und dann baue ich hier so 3 Dinger. Schalte damit mein erstes Einkommen frei. Total geil. Und bau mal. Hier weiter. Fertig. Okay, dann nehme ich den 4er auch da rein, zahle aber nur 3, weil ich die Bauschreinerei habe und kriege... Du hast was gebaut? Krass. Und kriege 4 dafür. Gefühlt lief das bei dir viel besser. Und sagen, diese Baustoffkarten finde ich nicht so hübsch. Boah, krasser Megazaun. Das war jetzt die erste Runde, ne? Genau, da, also sind wir gerade hier, dann kommen wir jetzt in die Verwaltungsphase. Vermehrung der Schafe. Da kriegen wir beide ein Schaf. Einkommen erhalten, da kriegen wir Einkommen. Also wir kriegen immer eine Karte und die. Du hast ein Gebäude gebaut, ne? Du musst da noch so ein Gebäudeding draufsetzen. Ah ja. Genau, eine Karte. Nee, wir kriegen 2, weil wir eine Karte für hier oben und eine Karte, weil wir das freigeschaltet haben. Ach ja, eine ist immer das Basiseinkommen. Das ist echt gut gemischt. Okay, ich weiß nicht, was du hast. Immer nur das Gleiche. Rückkehr der Bauern. Achso, jetzt kommt hier wahrscheinlich was Neues hin, ne? Schafmarkt zurück. Ich glaube, das kommt immer, wenn man... Kommt die Hofdinger auch zurück? Welche Hofdinger? Die hier? Nee, die muss man dann versetzen. Oder? Die muss man, glaube ich, versetzen durch irgendeine Aktion. Schafmarkt zurücksetzen, da haben wir nicht so viel gemacht. Startspielerwechsel. Ich bin vorne, ich bleibe vorne. Ah, Flutkarte aufdecken. Jetzt? Mhm. Oh. 4. Also kommen da 4 dazu. Wie lang ist die? Das wird interessant. Und dann sind wir hier. Das heißt, ich fange jetzt wieder an. Geilomat. Die hier konnte man nur verschieben, ne? Ich glaube, die... Vielleicht steht das ja bei Rückkehr der Bauern. Was kam jetzt dazu? Ich grafe aus.
Also hinzugekommen ist gerade das Deichgrafenhaus. Hm. Deichgrafenhaus. Einmal pro Arbeitsphase darfst du einen Taler zahlen, um den Aktionswert eines Bauern um 1 zu erhöhen. Ah. Nice. Und wie ist man nochmal an den zweiten rangekommen von denen hier? Das habe ich keine Ahnung. Wüsste ich auch sehr gerne. Das habe ich irgendwann mal vorgelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Leute, könnt ihr uns helfen? Ah, hier zum Beispiel. Nee. Da bekommt man den 2, ja. Okay. Oder durch ein Gebäude, vielleicht. Coole Uhrzeit für live. Und das Spiel ist großartig. Bitte lass sie dir mich mit Rosenberg vergleiche. Wir werden uns zurückhalten. Wie willst du bei dem Spiel keine Rosenberg-Vergleiche machen? Vor allen Dingen, wenn auf der Packung steht Rosenberg. Und was ist an einem Rosenberg vielleicht dämlich? Ich glaube, das Spiel wird auf der zweiten Partie vielleicht großartig, weil erstmal keinen Plan, was man überhaupt tun soll. Ja, ja. Ich glaube, ich möchte vielleicht was tun. Ja. Und zwar bin ich ja clever, bin ja ein ausgefuchster Fuchs hier. Ziehe ich mal 1, so sieht das aus, 2, 3. Du hast nicht gemischt. What? Doch. Hat nicht gemischt. Ja, du hast also Leben auf der Hand. Natürlich. Ich habe schon Leben abgeworfen und ist klar, was ich auf der Hand habe. Ja, ist super. Wir wollen noch mit Leben hier weiterbauen. Mhm. Was will ich denn noch machen? Ah, das war nicht so clever von mir. Okay, man kriegt so diverse. Also ich nehme ein Leben. Du hast das auch gemacht, ja. Jetzt verstehe ich es gerade. Zum ersten Mal. Was ich meinte. Was macht der hier nochmal? Immer bei. Achso, immer wenn man einlagert, sieht man einen Punkt mehr. Okay. Ich möchte. Vielleicht irgendwas tun. Wofür kriegt man am Ende Siegpunkte? Also es gibt einmal diese Sonderpunkte. Ja, für alles, was hier so draufsteht. Sonderpunkte, scharf, komplett. Ja, aber was ist wie viel wert? Das frage ich mich gerade. Steht das auf der Rückseite? Nein. Und zwar, aber das ist gut, das haben wir hier im Stream, der da schon gespielt hat. Achtmal gespielt, finde es immer noch großartig. Das ist doch gut. Also, ich glaube, man muss das mal. Also, wenn ich man, glaube auch, also nach dem zweiten Mal ist es definitiv gut. Oder schon während des ersten Spiels. Genau, also Deichpunkte, das mal das. Hofhausbauten, so wie es draufsteht. Taler 1 Punkt, Baustoffkarten 2 Punkte. Schafe, so viel wie hier gerade steht. Nochmal, also wenn du halt... Nochmal. Also hier, du guckst, wo du hier bist, wo dein Marker ist, das nimmst du mal das hier mal. Ja. Sprich, da ist besser, wenn der Deich aufbricht. Ja. Scheinbar. Ja. Für deine Schafe guckst du hier. Jede Schafe ist so viel wert, wie hier drauf steht. Das heißt, da ist gut, wenn der Deich öfter standhält, weil es halt mehr Schafe, weil es nicht ganz oft überflutet. Ja. Punkte für die Gebäude selbst.
Geld 1 und 2 Karten 1. Okay. Ja, mal gucken. Michael, sag doch mal, Sven, sag doch mal, was ich hier jetzt. Ich bin dran, ne? Immer noch? Ja. Oh. Hat auch nur so wirklich begrenzte Aktionen pro Runde, ne? Ich habe schon wieder vergessen, was das hier bedeutet. Gutshaus. Du darfst einmal bauen wie mit einem Vierer. Und am Ende ist jede Auslage 4 Punkte wert. 2 Punkte extra wert. Ja. Nee, in jeder Phase mit dem Ding hier, ne? Nee, das ist das, oder? Nee, in jeder Flutphase. Okay. Ich, oder? Die Punkte werden nur ganz am Ende abgerechnet. Ja, das ist hier wirklich das Sturmflut-Ding. Das ist für ganz zum Schluss. Das also soll dir auch so ein bisschen die Strategie vorgeben. Okay. Boah, meine Fresse. Okay, ich mach mal so. Ich baue so ein Teil dahin, zahle dafür einen Rohstoff und nehme mir dann mal 2 Karten. Oh, Holz und? Das kann nicht sein. Das ist so. Ja, aber ich hab einen anderen Rohstoff gezogen. Echt? Hm. Ja. So, 4, 6, 8 Karten. Ah, hier, wenn wir einen davon bauen, dann. Mhm. Da muss man einen Dreier. Also hier brauche ich einen Dreier und ein Haus. Sollte man noch hinkriegen. Sie gerade noch nicht, wie wir es schaffen sollen, den Damm aufzuhalten mit Lehnen. Nicht? Ich hab's nämlich nicht. Tja. Es gibt viele schöne Häuser, die ein Feld mit Schafen mehrfach belegen lassen. Mhm. Eins kann man ja auch doppelt zahlen, hast du gesagt, ne? Mhm. Wie eins doppelt zahlen? Wenn man eine Ressource nicht hat, kann man das Doppelte vom anderen. Genau, das stand ja, glaube ich, irgendwas so. Ja, nee, steht hier auf diesem Tableau drauf. Schön, sind nochmal zwei abgebildet. Ich brauche mehr Ressourcen. Ach. Die Zweierhäuser sind scheiße. So, was bedeutet das hier nochmal? Ah, jetzt erkenne ich mein Problem bei der Strategie. Du brauchst ja den passenden Bauern dafür. Hm. Wofür den passenden Bauern? Ja, ich kann jetzt nicht einfach das bauen, weil ich habe nur noch einen Zweier bauen. Ja, genau, ja. Das ist nämlich auch. Ich denke mir so, ich hätte hier den Zweier drauflegen sollen. Dann hätte ich nämlich alles geil machen können. Was bedeutet das nochmal? Für ein Geld kannst du. Ach, einen zusätzlich. Das Ding ist ziemlich cool. Warte, ich. Das will ich bauen. Nee, ich baue das. Also, dann kommt der Vierer. Du hast auch einen Vierer, krass. Hierhin, dafür gebe ich zwei Dings.
davon. Und ein Holz muss ich nicht ausgeben, weil mich das weniger kostet. Durch meinen Herrn. Dadurch kriege ich den Deichgrafen und darf eine Karte ziehen. Es klingt ungefähr so, als hättest du einen Plan. War mir das hier nachgeführt, immer wenn gebaut wurde, oder habe ich das einfach mal vorgelesen? Du hast mir sicher zugehört, weil ich habe es natürlich in dem Moment vergessen, wo ich es vorgelesen habe. Ja, ich auch. Ich blick mal was. Oh, es gibt ein Gemeindehaus. Das heißt, immer wenn du einen Bauern auf den Bauern legst, dann hast du plus 1. Bestimmt, ne? Die Ikonografie ist super gut. Ich muss selber nachgucken. Somit geht ja eigentlich mein Plan. Immer wenn du in der Aktionsphase eine Aktion nutzt, auf der schon mindestens ein anderer Bauer liegt, erhöht sich der Aktionswert um 1. Du musst trotzdem normalen Kosten zur mehrfachen Nutzung. Gibt's Frage an den Chat. Gibt es Felder, wo man diesen Sumpf nutzt, also dieses Wasser? Auf jeden Fall. Ja? Stimmt. Weil ist es sinnvoll, sich die nicht zuzubauen? Zumindest haben wir gerade Baumfelder. Weiß nicht. Bestimmt ist das sinnvoll. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Hat das jemand schon mal gespielt hier? Sven, du bist doch unser... Und vergesst nicht die Punkte, die der Bauer nicht ausfüllt, darf er Karten ziehen. Ja, ja, genau. Das ist klar. Genau, das haben wir. Dadurch geht nämlich mein Plan auf. Schade. Toll. Das freut mich sehr für dich. Was hast du denn für einen Plan? Siehst du in der nächsten Runde, wenn ich wieder... Achso, okay. Du bist durch mit deiner Aktion. Ich bin wieso hast du eigentlich schon zwei... Also es ist gut, weil wenn du jetzt schon alles baust, kannst du danach die geilen Gebäude, die noch kommen, nicht bauen. Ja, ist warum liegt hier eigentlich Holz? Habe ich das mal abgeschmissen? Bestimmt. Ja. Ja, ja. Das war bestimmt meine Handkarte. Jetzt, fuck. Da muss ich Taler dafür zahlen. Okay, aber will man überhaupt Aktionen mehrfach nutzen? Wir wollen auch einen Deich bauen, ne? Ja, wir müssen einen Deich bauen. Allerdings habe ich die Ressource nicht. Ich will die Ressource eigentlich dafür ausgeben. Gebäude, Schafe. Was will man in diesem Spiel mit Geld? Außer dafür Punkte kriegen. Ich kann jetzt eine zusätzliche Aktion für ein Geld kaufen. Wieso? Aha. Deswegen geht man drauf. Achso, was ist dazu gekommen nochmal? Das ist Gemeindehaus. Wenn die Gangbang machen, hast du eine Aktion mehr. Okay, aber du musst trotzdem den Taler zahlen. Den Taler musst du trotzdem zahlen, ja. Okay. Wie gut, dass du einen Plan hast. Wie kriegen wir denn am Deich? Warte, ich will am Deich bauen. Okay. Du kannst sicher mitbauen. Komm, hier, ich mache mal Deichbau. Hier, ich achte sogar ein Meer. Geil, ich mache das alle. Will ich das? Eigentlich nicht. Nee, ist doof. Wir können auch nächste Runde am Deich bauen, allerdings. Aber ich kann ja auch ein Schaf verkaufen. Verkaufen? Ja, ich verkaufe ein Schaf. Woher brauche ich Geld? Ja, eben. Ich würde lieber die Schafe behalten, weil du kriegst doch dann mehr gratis Schafe. Wenn du mehr Schafe hast. Ich baue mal hier, ich zahle da meinen Taler dafür, weil ich glaube, das ist eins, wofür man Geld in diesem Spiel braucht. Ja. Und dann baue ich darf das bis zu zweimal machen. Das ist ja doof, aber ist egal. Und zahle dafür, das müssen die gleichen sein, oder? Die gleichen. Ach, ist doch Mist. Das ist doch eine mistige Regel. Nee, ich werfe doch kein Leben weg, wenn wir hier ein Leben bauen. Oh. Okay, dann zeige ich die beiden. Und krieg dafür jetzt gar nichts, ne? Toll. Nee, du kriegst aber gleich einen Gratisschaden. Ja. Dann kommt jetzt nämlich meine Taleraktion. Ich gebe jetzt meinen Taler aus, um dem hier zu einem Dreier zu machen. Zahlen dafür. Geld kannst du liegen. Schafe bringen nichts, wenn man sie nicht unterbringen kann. Vergesst den 2:1 tauschen nicht. Wichtig, Schafe verkaufen und kaufen. Auf Sehen, doofe Sprachangabe. Siegpunkte. Es gibt ganz viele Karten, es gibt mehr Karten. Du kannst Schafe ohne Zäune auf Sehen wegen, beziehungsweise du bekommst für jeden See außer von Zäune. Okay, es gibt da irgendwie scheinbar Kram für. Was ist los? Es gibt da irgendwie Schafe auf Seen, geben irgendwie extra Punkte mit bestimmten Gebäuden oder so. Aber man muss erst das Gebäude haben. Also man muss den Sumpf erst dann später einzäunen oder den See? Oder wann muss man den einzäunen? Oh.
Kann ich auch eine extra Ressource ausgeben, um das zu einen dann auch noch zu verschieben in der Aktion? Ja, ich glaube, du kannst. Das beliebig machen, solange du Aktionen dafür frei hast. Mhm. Nehmt ein beliebiges, dies kostet. Das kostet nicht mal einen Baustoff, es kostet keinen Baustoff, wenn du es verschieben willst. Es kostet nur einen Aktionspunkt von den Bauern. Mhm. Hey, aber ich muss das jetzt gerade so machen, weil. Schau mal hinten in deinem Tableau nach. Da gibt es irgendwas mit Seen und es ist abgebildet. Das ist um sie auf dem Tableau. See. Was ist das Tableau? Was meint er? Wir werden sehen, das wird sich irgendwie ergeben. Ja. Das Heft halt. Ah, hier, Heft. Da. Teichhütte kann nur auf einen Teich gebaut werden. Beim ersten Schritt der Sturmflut erhältst du für jede benachbarte, unbebautes Feld außerhalb einer Weide 3 Sonderpunkte. Die Teichhütte darf dafür innerhalb einer Weide liegen. Ja, ja, ist klar, ne? Aber heißt das, da bei diesem Symbol bekomme ich noch einen oder darf ich meinen verschieben? Sowohl als auch. Weil dann brauchen wir die wieder zum Typen. Nee, ich glaube, du hast nur zwei. Sicher? Ja. Und kannst diese halt umlegen. Kannst nicht auf jedes Feld einen Marker legen. Naja, aber auf jeden Fall bekommen wir ja jetzt gleich einen. Den zweiten. Ja. Und ich bekomme auch noch. Nee, ich glaube, den bekommen wir sofort. Weil da ist ja kein Einkommenssymbol drauf. Kein Plan. Dann würde ich den, hätte ich sogar den direkt genutzt. Ah ne, den haben wir da jetzt gerade. Genau. Genau. Dann sind wir durch, ne? Dann sind wir durch. Also den haben wir jetzt. Genau, den haben wir jetzt. Dann kommt jetzt hier wieder der Kram. Wir sind jetzt hier, Verwaltung, Vermehrung der Schafe. Ich bekomme ein Schaf, du auch. Ich werde mir so hart Schafe verkaufen. Einkommen erhalten. Das heißt, eine Karte, zwei Karten, mehr bekomme ich nicht. Bekommen wir vier Karten. Oh, es scheint gemischt zu sein. Haben zwei unterschiedliche Rohstoffe gezogen. Die Bauern kehren zurück, die guten. Der Schafmarkt, den wir noch nicht einmal benutzt haben. Der Startspieler bleibt wie er ist. Die Flutkarte wird aufgedeckt. Zwei Flutdinger kommen dazu. Okay, jetzt wird es langsam aber kritisch. Dann kommt jetzt die Phase hier. Deich prüfen. Der Deich bricht. Ey, aber doch nicht jetzt. Doch. Ich dachte, wir haben jetzt noch eine Phase. Die Verwaltungsphase, ja. Okay, ja dann. Du kriegst eine Deichbruchmarke. Deichbruchmarke. Weil ich hinten liege. Weil du hinten liegst. Okay. Für jeden Deichpunkt, den du kriegst zwei Deichbruchmarken. Ich muss da weiter vorangehen. Warum? Weil du auf zwei bist. Ja. Okay. Dann kommt der nach links und schon sind Schafe noch genauso viel wert. Okay. Allerdings sind jetzt was mehr wert? Was ist das? Die Gebäude. Mit dem Ausrufezeichen. Ah. Mhm. Von dem wir nur eins haben. Dürfen. Okay. Bitte uns, Michael, das ist wichtig. da ist es wichtig, wer als erstes Schafe verkaufen darf. Zwei Stück. Wann darf man Schafe verkaufen? Ja, genau, wann darf man Schafe verkaufen? Wenn man die Aktion macht, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich sehe gerade noch nicht wofür. Mehr Schaf ist doch cool. Für Geld. Also Geld ist ja auch einfach ein sicherer Punkt. Ja, aber jetzt wo wir vier Schafe erhalten, erhalten wir zwei Schafe. Ja, aber vielleicht brauchst du ja den Platz für irgendeinen anderen geilen Scheiß. Ja. Und dann ist natürlich Geld das Bessere irgendwie. Ja, aber bei vier zu bleiben ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Nur hat man nur noch drei Steine. Und dann musst du halt umsetzen.
Wann ist Ende im Gelände? Wir gucken mal. Erstmal gehen wir jetzt in diese Phase. Das heißt, Kartenlimit prüfen. Man darf nur 8 Karten. 2, 4, 6. Ich habe genau 8. Exakt. 3 neue Flutkarten auslegen. Die erste wird schon aufgedeckt? Mhm. Ja? Mhm. Oh, das sieht schlecht aus. Was machst du? Hm? Was machst du? Dreierstapel, weil das nicht mehr reicht. Da ist doch noch. Ja, aber es kommen noch 3 neue hinzu. Ja, aber nur 3. Wir bauen doch die Reihe vor und dann bauen wir da eine Reihe drüber. Ja, ich dachte, wir machen es jetzt einfach so, das kann man viel schneller sehen. Nee, das wäre falsch. Wir müssen jetzt ja 3 hochbauen, wir müssen ja nur 2 hochbauen. Ah, gut. Und es kommt ja auf die Länge an. Ja? Länge, ja, wenn es nicht lang genug ist, bricht er gleich auch. Achso, das passt genau. Ja. Genau, okay. Dann haben wir das gemacht. Wir haben den bekommen. Wir machen ja wieder den Kram hier. Wer ist der Startspieler? Jeder Deich. Das heißt, die schwarzen Kreise sind jetzt doppelt so viel wert. Die was sind doppelt so viel wert? Ah, das hier. Das bezieht sich da drauf. Ne, jetzt vorher habe ich nur, also ich habe vor 2 Punkte, jetzt habe ich 4 Punkte. Da vorgehen ist also gut. Vielleicht brauche ich auf nur einen Deichenbau gar kein Gebäude. Also, ich möchte jetzt Schafe verkaufen. Vielleicht das. Und dann kann ich das zweier machen, weil ich dann 2 Bauern draufgelegt habe, ja? Mhm. Dann verkaufe ich diese beiden Schafe hier hin und kriege da jetzt 6 Taler für. Exakt. Geil. So, hier müssen aufgefüllt werden. Mhm. Die Wassersteine müssen komplett so gebaut werden, wie erzählt. Okay, dann habe ich einen Plan. Immerhin einer. Dann kommt der Vierer hier drauf. Alter. Ich hole mir die 3. Ah nee, nein, ich muss das andersrum machen, sonst kriege ich dafür ja keine Bonuspunkte. Ich nehme den Dreier zum Bauen. Genau, gebe dafür einen Lehm aus und das Holz kostet mich ja weniger und schnapp mir die Forsthütte und lege die Forsthütte irgendwo hier hin. Okay, genau. Aha. Das war mein Zug. Ich sehe, was du tust. Ich baue auch mit einem Dreier. Oh, jetzt kommt der Fischteich übrigens. Mm. Und der bedeutet nochmal was? Oh, geil. Hä? Wenn man den umzäunt, dann... Hast du 3 offene Teichfelder, bekommst du 7 Punkte. Hast du 4 offene Teichfelder, bekommst du 10 Punkte. Offen, nicht benutzt. Nicht bebaut. Ja, okay. Läuft. Krieg ich hin. Hm. Ich glaube, die müssen auch komplett frei sein. Ich prüfe mal. Das ist bei den Ausbauten, ne?
Beim ersten Schritt der Phase Sturmflut erhältst du für 3-4 Teiche außerhalb einer Weide auf deinem Hofplan 7 oder 10 Sonderpunkte. Das ist natürlich nice. Also da darf gar nichts so rum sein. Also das hier würde schon für mich nicht mehr zählen. Keine Weide. Eine Weide ist, glaube ich, wenn es komplett abgeschlossen ist. Ja, okay. Das krieg ich mir. Dann lege ich den mal dahin und mache das hier mit dem Dreier. Dann baue ich das Futterlager. Oh, stimmt. Das wäre so sinnvoll gewesen. Dann hätte ich nämlich kein Leben zahlen müssen. Und leg das mal dahin und muss dann dafür ein Holz und noch ein Holz und kein Leben zahlen, weil ich auch ein weniger bezahle. Wieso zahlst du ein wenig? Weil ich da einen Typen habe. Ah, sehr cool. Und jetzt können hier doppelt so viele Schafe rauf, ne? Voll geil. Ja. Klingt so. Oder müssen erst alle 4 drumherum? Nee, wahrscheinlich nicht. Nö, geht das einfach. Ja. Okay, was war denn mein Plan nochmal? Weiß ich nicht. Ich habe das genommen. Ach ja. Jetzt kommt der 4er hier drauf. Und ich gebe dafür 4 Steine aus. Hole mir die 3. Setze den da. Und kriege dafür 4 Baumstoffkarten. Wieso sieht dein Feld eigentlich so krass aus und meinst so erbärmlich? Hm. Wieso kriegst du 4 Baumstoffkarten? Weil ich 2 Bäumdinger eingezäunt habe. Nee, komplett. Ja, sind's doch. Nee. Wie, die müssen komplett abgeschlossen sein? Nee, du musst das Ding, das muss ja komplett zu sein. Warum muss das komplett zu sein? Weil das da steht. Das ist ich dachte, man muss es einfach nur komplett umzäunen. Okay, okay. Ich glaube, es muss wirklich komplett zu sein. Aber ich prüfe, vielleicht hast du ja recht. Wo ist denn das? Okay, dann muss ich mir den Plan gleich nochmal überlegen. Da. Jedes Mal, wenn du in der Arbeitsphase mit der Aktion Grenzteile ein oder mehrere Baumfelder am Ende der Aktion einer Weide neu eingeschlossen hast. Ein oder mehrere. Achso, nee, das geht so tatsächlich, aber du kriegst nur 2 Baustoffkarten. Weil es ist egal wie viele, wenn du es halt einmal machst, dann kriegst du dafür 2 Karten. Okay, dann lohnt es sich eigentlich eher, das zweimal zu machen. Vielleicht. Wobei es sind halt auch 2 Aktionen, die ja, du dafür ja ausgibst. Ja. Nee, ich glaube, ich mach's dann auch so. Okay, dann. Okay, dann baue ich mal. Darf jetzt 5 abgeben. Das so geil ist. Aber das wird ja erst gleich geprüft, ne? Ich baue einfach hier. Zahle für 1 Taler. Und dann versuche ich mal, wie das mit der Schafzucht aussieht. Und baue das mal also erstmal zahle ich dafür kein Holz. Doch, ein Holz muss ich zahlen. Ein Stein und ein Lehm. Stell das mal da hin. Dann kriege ich jetzt sofort ein Schaf dafür. Und darf das zum Beispiel da hinstellen. Die haben sich lieb.
Eigentlich macht das gar keinen Sinn. Ich nehme das hier. Vergiss das mit der Schafzucht, war eine doofe Strategie. Okay, da musst du aber viel ich mehr baue zahlen. Das. Musste ich 4 zahlen. Ich habe 2, was habe ich denn bezahlt? Ich habe die 3 hier bezahlt. Ne? Dann muss ich jetzt einfach noch kein Holz, ein Stein mehr zahlen. Nee. Doch? So. Vielleicht zahle ich ja ein wenig. Ah, okay. Und dann gehe ich sofort 1, 2, 3 Felder vor. Kriege aber kein Schaf. Toll. Ihr könnt für den Deichbau oder für andere Ressourcen immer 2 gleiche Gegenheit einbilden. Genau, das wissen wir. Denken wir bestimmt auch immer dran. Das Gebäude war jetzt aber gefährlich, weil ihr habt den Deich nicht unter Kontrolle. Das bricht euch jedes Mal ein. Das ist das Gebäude nicht so wahnsinnig viel wert. Genau das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich das nochmal umgebaut. Weil die Deichschrittpunkte werden wertvoller, je häufiger der Deich bricht. Mhm. Das ist clever. Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber um das Gebäude effektiv nutzen zu können, will ich ja hier so weit wie möglich vorangehen. Also will ich ja, dass der Deich hält. Eigentlich schon. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ich werde. Du wirst sehen, das wird voll die mega krasse Strategie werden am Ende. Ja. Okay, ich. Ich glaube, ich muss mir einfach noch mehr Karten holen. Und zwar zahle ich ein und kriege dafür 4 Karten. Ah, nee, ich muss gar nicht einzahlen. Das ergibt keinen Sinn. So, ich hoffe gleich, dass du mal den Deich voll machen kannst. Ich auf jeden Fall. Dann sind wir durch, ne? Dann kommen wir, über wann hier? Kommen wir in die Verwaltungsphase. Da vermehren sich die Schafe. Jetzt kriege ich mein Schaf wieder. Und ich kriege 2 Schafe. Das ist nicht Rosenberg-esk, weil da würdest du ja, egal wie viele Schafe du hast, nur 1 mehr bekommen. Einkommen erhalten. Ich kriege einfach nur 2 Karten. 1, 2, 3 Karten. Oh, du hast fleißig gebaut. Ein Geld. 3 Karten. What the fuck? Was soll ich denn jetzt gleich machen? Das Gute ist, du darfst nach Karten haben. Nee, nur am Ende meines Zuges. Am Ende von. Am Anfang von. Da, okay. Bis dahin kriegst du die wahrscheinlich weg. Ja. Am Anfang, also bis dahin musst du die weg haben. Ja. Okay. Weil das ist jetzt echt eine Maschine. Stein erscheint mir sinnvoll. Dann ziehe ich hier nochmal 2. Dann kommt die Rückkehr der Bauern. Dann wird der Schafmarkt resettet. Dann wechselt der Startspieler, ich glaube, in diesem Spiel nie wieder. Und wir decken die nächste Flutkarte auf. Die echt unschön ist. 4. Hat Felix auch erzählt, als er das gespielt hat, hat sich die ganze Zeit so Black gehalten im Hintergrund und dann letzte Runde so bam, bam, bam. Das plane ich auch absolut genau so. Holz. Der Markt ist durchaus gesättigt. ja, da kann ich mithalten. Ich fange an, ne? Toll. Übrigens, ich finde, ich habe perfekt gemischt. Also, geht so. Geil. Dann hier Bauern einsetzen. Also jetzt muss ich mal hier ein bisschen vorankommen. Ich will. Krieg ich nicht, wenn du Startspieler bist, kriege ich nicht jedes Mal einen Taler oder sowas? Nee. Da war da nicht irgendwas? Ja, am Anfang hast du einen Taler bekommen. Ich dachte, wenn man auch irgendwie später zurückgeht oder sowas. Ich glaube nicht. Ich prüfe. Weiß nicht, Sven, kannst das ja mal erzählen, wenn dem so ist. Aber wie gesagt, ich habe immer noch nicht so den Sinn bei Talern gesehen, aber gucken wir mal. So, ich baue jetzt hier mal am fucking Deich. Mit einem
Dreier. Weil ich da einen drauf habe, darf ich plus 4 machen. Also gebe ich dreimal Lehm ab. 1, 2, 3. Ja. Dann kommt hier so ein Ding hin. Und dann ein Stein. Ein Stein? Und dann gehe ich. Nein, nimm noch keinen Stein. Dann gehe ich 4 vor. 1, 2, 3, 4. Und bekomme jetzt 2 Geld oder ein Schaf. Ich glaube, Schaf wird am Ende nichts wert sein, aber Geld ist immer noch mehr wert, als ich nehme mal hier das Schafding. Und dann. Darf ich mit? Darfst du mitbauen oder ich bitte ihn darum. Und dann muss ich einen Taler zahlen. Ich bitte den hier Computer darum. Ich habe Warum? 5 Karten, weil ich dir vielleicht die. Du gehst. Nee. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich gelegt, also zählt der genauso viel. Also lege ich hier einen weg. Ja. Und dann geht er hier 1, 2, 3 vor, baut am Deich. Aha. Und dann fängt er mit gar nichts neu an. Okay. Er deckt ihr nacheinander, wie der wird in passenden Bäumen bewegt. Wird durch den neuesten und deckt ihr noch weitere Karten auf. Okay, das heißt, die kommen einfach weg. Mhm. Hallo, Bera. Gibt es jetzt eigentlich noch coole Gebäude? wird hier Neues aufgedeckt, ja, ne? Ja. Stimmt. Das ist viel Text. Verkaufe bis zu 3 an dem Vorrat für 4, verkaufe bis zu 2, 5. Okay. Ich glaube, das ist mächtiger bei mehr Spielern, weil dann vielleicht dieser Markt, der super wichtig ist, häufiger mal leer oder voll ist. Du musst fragen, ob er hilft, beziehungsweise die Bank. Genau, habe ich gemacht. Ich wollte helfen. Ja, was? Aber habe ich gut, muss ich keine Bank fragen. Okay. Ich sollte irgendwann mal frühstücken. Mach ich nachher. Frühstücken? Ja! Ich frühstücke jetzt erstmal Cola. Oder Kakao. Kakao. Gut ist auch, dass ich jetzt reziprok zu dir Karten habe. Okay. Nämlich gar keinen. Nur Fluggebäude werden keine neuen aufgedeckt. Wir haben ein neues aufgedeckt, oder? Ja. Das hier, glaube ich. Ja. Hast du auch schon eins gebaut? Nein. Und ich muss da ja ein Haus draufstehen. Ja. Hier auch. Sehr gut. Dann hätte ich eben noch eine Karte mehr bekommen. In der nächsten Runde. Erst. Jetzt habe ich ja letzte Runde gebaut, oder? Nein, das hast du diese Runde erst gebaut. Da, ne? Ja. Ja. Nee, aber in der, wann gibt es Einkommen? In der Verwaltungsphase immer, oder? Ja. Dann habe ich eine Karte mehr. Okay. Weil hier habe ich ja bisher nur Flug gemacht. Ja, das ist korrekt. Geil, ich habe eine Karte. Das hier ist falsch. Da muss, glaube ich, noch der Stein liegen, ne? Wieso? Weil das ja so lange liegen bleibt, bis irgendwer was Neues einbaut. Okay, okay. Ich baue mit meinem Vierer und zwar für 2 Steine die Baumeistergilde. Ich kann verstehen, warum Floppy das zum ersten Mal wahrscheinlich nicht so toll fand, weil das ist jetzt auch ein Spiel, wo du, glaube ich, ein bisschen wissen musst, was da passiert, damit du ein bisschen Plan hast. Ich spiele es auch einfach irgendeinen Scheiß und. Also wenn du dieses Spiel gewinnst, wenn du das Spiel verlierst, dann hast du schlecht gespielt. Ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Ich glaube, es sieht ganz richtig aus. Du hast ja 1000 Punkte rumstehen. Du hast was gemacht? Ja. Cool. Wenn ich mir das hier so angucke, nehme ich einfach mal 4 Karten. 2, 3, 4.
Achso, und dadurch, dass ich das jetzt freigeschaltet habe, kann ich den jetzt nämlich hier. Sie ist einfach ein thematisches Ding, dass der Bike besser hält und vom. Ja, das ist klar. Dann lege ich den Dreier dahin und kriege einen. Bist du sicher, dass man da keinen neuen erhält? Oder? Du hast nur die Beine und du schickst das Zimmer um. Dann gebe ich nämlich 4 Holz aus. Und das geht hier hoch. Drauf. Und ein Flugmarter wegzunehmen, bringt uns nicht ganz so viel, ne? Ein was? Ein Flutmarker wegzunehmen, bringt es nicht ganz so viel. Ne? Wer weiß. Aber jetzt kommt ja noch einer wieder drauf. Das heißt, der ist jetzt. Also hier müssen wir noch einen mindestens ran machen. Ja. Okay. Kann ich auch mehr als 4 bauen? Wenn du es kannst, von deinen Aktionen her, dann ja. Okay. Aber du hast nur 4, ne? Hm? Ich habe nur 4, aber ich kann mir auch einen mehr geben. Ah. Dann mache ich das nämlich. Ja, Michael, Sven, alles super, schreib so viel wie du willst. Es ist halt immer ein bisschen asynchron, deswegen sehen wir das meistens immer erst kurz hinterher. Aber das ist ja, warum ich auch so gerne streame beim neuen Spiel lernen. Weil meistens kommen dann auch Leute in den Chat, die sagen, boah, das Spiel finde ich total cool. Schreiben auch viel mehr, als sie sonst tun. Und ja, meine Regellesfähigkeit ist ja berühmt-berüchtigt. Ich lese das so alles einmal vor, behalte nur die Hälfte davon. Und wenn dann irgendwer beim Spiel sagt, nee, das ist falsch, oder ein Strategietipp sind eh gut, aber nur so, dass Philipp sie nicht lesen kann. okay, das hilft absolut. Du hast ja nur eine Karte, ne? Ah, nee. Die Frage ist, will ich dich bitten, am Deck, wie funktioniert das mit der Bank, die Bank zu bitten mit dem Ding? Zahlst du einen Taler, deckst so viele Karten auf, wie du selbst reingetan hast. Okay. Und dann baut er halt mit. Okay, geil, dann mach ich das. Das heißt, da kann ich nämlich jetzt. Du hast 4, dann musst du auch in der richtigen Reihenfolge aufdecken, weil 9 Rohstoff tut er nur rein, wenn da eine Karte kommt, die passt. Kommen noch 2 weiter. Und ich gehe auch weiter? Oder nicht? Dafür gehst du nicht ein, zusätzlich weiter. Das machst du nur, wenn Mitspieler dir hilft. Okay. Was ist das? Warum fängst du auf einmal an, auf dieser Leiste was zu machen? Meine Punkteleiste. Dann bin ich schon wieder dran, ne? Wann kriegt man für die Deichpunktmarker Minuspunkte? Wenn der Deich am Ende nicht hält. Ah, okay. Bei hier. Glaube ich. Aber kann man die nur verschieben, wenn man dieses Symbol aufdeckt? Ja, ich glaube schon. Ich muss mal, ich habe es ja gelesen. Oder Sven wird uns das sicher sagen können, wie das mit den, wie das mit den Hofknechten genau ist. Ja. Weil es gibt ja auch nur 8 Stück, und wenn du es mit 4 Leuten spielst, hat halt jeder 2. Ja, ja, das ist wohl wahr. Und du kriegst ja auch nur 2 dazu, ne? Gibt es irgendwie Gebäude, wo du mehr kriegst? Nee, ne? Ich habe zumindest noch keins gesehen. Für was? Was mit Gebäude, was? Mit dem man Hofknechte kriegt, soll es ja geben, ne? Einfach möglich. Hier ist das Ding drauf. Wenn der da ich am Ende nicht hältst, verlierst du pro Deichbrummarke ein Schaf, hast du kein Schaf mehr, verlierst du Geld im Wert der Schafe. Ja. Kein Tipp, probiert die Zäune um, dass ihr mehr Platz für Schafe habt, die Gebäude zählen als Zäune. Ey, das habe ich noch vor, aber ich habe die Aktion noch nicht machen können. Also wenn ich das hier jetzt, muss ich das überhaupt einzäunen? Nee. Nein, das ist ja schon eingezäunt. Das sind ja selbst Zaunteile. Genau, aber also hier kann ich die beiden Zaunteile technisch gesehen wegnehmen. Ja, genau. Gut, du hast das gemacht, ja? Mhm. Geil, dann bin ich jetzt mit meiner letzten Aktion dran. Mit einem Zweier kann man jetzt auch nicht so viel bauen. Ich möchte gerne, dass der Deich
Hattest du jetzt nicht was hingelegt? Ach nee, das muss, da muss erst fertig. Muss noch eingeben, ja. Ich mach mal das hier. Jetzt darf ich zwei Dinger umlegen. Das heißt, ich kann den hier hin machen und den hier hin machen. Dann ist das hier jetzt umzäunt. Das ist ja toll. Und es kostet eigentlich schon für den ersten einen Rohstoff, ja, ne? Versetzen. Ne, versetzen kostet in der Tat nichts. Aber warte, vielleicht will ich das ja gar nicht. Versetzen kostet nichts? Ne. Wie jetzt? Hier umsetzen kostet nichts. Achso, ja, aber ja. Da musst du ja trotzdem mit Aktionspunkten bezahlen. Genau. Ich gebe mal zwei Lehm aus, um die beiden zu nehmen und da hinzusetzen. Hm. Weil es vielleicht schlauer, weil dann bekomme ich mehr Einkommen? Keine Ahnung. Einkommen oder Karte, ja. Ja, aber. Das wird schon gut so sein. Gut, dann ist deine very last action dran. Jawohl, ich zahle auch ein. Und zwar, um mir das Gemeindehaus zu sichern. Für ein Stein und ein Lehm. Habe ich das Gemeindehaus. Setze das dahin. Genau. Dann kriege ich mein letztes Haus da drauf. Gut, das war das Hausding für dich. Das heißt, du wirst jetzt ganz viele von denen hier bauen. Immer bei. Aha. Was? Was macht das? Torfstecherhaus? Was ist denn das? Baumeister. Ey, hier, das ist gar nicht mehr für mich relevant, das kannst du mir noch so erzählen. Immer wenn du Deichbau nutzt auf deinem Hofplan, 3 oder 4 Teiche außerhalb einer Weide besitzt, erhöht sich der Aktionswert deines gerade eingesetzten Bauern um 1 oder 2. Was? Warum habe ich das denn gemacht? Ja, das ist dumm. Toll. Ja, schön. Da sind wir durch, ne? Dann sind wir hier in der Verwaltungsphase. Bäm! Gib schon mal 2 Geld für mich. Und dann machen wir hier Vermehrung der Schafe. Geil. 2 Schafe für mich, bitte. Ihr kommt beide dahin. Einkommen halten. Geil, kriege ich 3 Karten. 1, 2, 3. Dann kann ich hier einen umsetzen. Ja, verdammt, ich wollte eigentlich Schafe verkaufen. Will ich einen umsetzen? Hier weniger Zahlen ist gut, hier mehr Aktionspunkte haben ist gut, hier mehr... Ich glaube, hier ist. Also das ist auch geil. Hier ist auch geil. Eine Karte mehr als eine Karte, das gleicht sich eigentlich aus. Hier ist gut, weil brauche ich auch mehr Karten. Ich will vielleicht einen Deich bauen. Ich will noch. Ich lasse den hier. Ich lasse den hier. Ich gehe mal hier. Gut, dann kommt die zurück. Du bleibst hier. Eure Kette bauen, Schafmarkt zurücksetzen. Da hat sich mal wieder nicht so viel getan. Startspielerwechsel. Nee, aber es ist jetzt schon mal dichter dran. Und die Flut. Hast du schon gemacht? Nee. 4. Der ist ja kein, spielt ja keine Rolle. Es ist ja nur eine zweite Schicht. Allerdings müssen wir wahrscheinlich noch. Wir müssen noch 2 bauen dafür. Aber jetzt bricht doch der Deich, oder? Weil er hier nicht länger ist als. Was? Wir kommen jetzt ja hier hin. Nee, wir sind jetzt erstmal in der Phase. Die ist doch jetzt durch. Die ist durch? Ja. Das letzte ist Flutkarte auflegen. Au.
Dann hätte ich das anders gemacht. Dann hätte ich nämlich den Deich nochmal gebaut. Und dann kommt hier die Flutphase. Vergleicht die Anzahl der Deichebenen. Gibt es mehr Flutsteindeichebenen? Bricht der Deich? Gibt es mehr Deichebenen? Als, was ist bei gleich viel? Was zählt da überhaupt als Ebene? Das sind drei Ebenen, oder? Ich bin irgendwie, also ich finde die Steine sind irgendwie ein bisschen. Hält der jetzt oder hält der nicht? Weil sonst nehme ich meinen letzten Zug nicht zurück. Also ich würde ja sagen, er hält, aber ich glaube nicht. Aber es würde Sinn machen, wenn er jetzt halten würde. Sven, hier, bewerte mal bitte kurz unseren Deich und sag uns, weil, also technisch gesehen, heißt ja, so wie ich das jetzt verstehe, du darfst gerne gleich sagen, ob das stimmt oder nicht, dass das Ding hier zählt für zwei Ebenen. Und hier haben wir ja zwei Ebenen. Aber es ist ja viel höher. Das Wasser schwappt da ja rüber. Ich komme ja von der Küste, vom Deich, ich weiß ja, wie das da läuft. Und weil wenn das jetzt hält, hält das ja sowohl für die Höhe als auch für die Länge. Wenn das so ist und das hier jetzt gleich ist, dann hält das ja von der Höhe, aber nicht von der Länge. Ja eben, das könnte ich halt machen. Der Deich bricht, weil die grünen sind die zweite Ebene und eure blauen Steine sind auf zwei schon. Okay, dann also bricht er aber jetzt nicht wegen der Höhe, sondern er bricht wegen der Länge, richtig? Nee, dann mache ich das nämlich anders. Dann habe ich nämlich das nicht gekauft, kriege einen Stein und einen dem zurück. Das sind mir die Liebsten, ihre Züge da nochmal zurück. Ja, wieso? Wir wollen nicht, dass der Deich bricht. Du vielleicht nicht. Dann kommt das wieder zurück. Und ich lege dann natürlich den. Genau, länger. Länger ist, glaube ich, also Höhe ist okay, ne? Lege ich den da hin und kriege eine plus 1 Aktion. Dann lege ich nämlich ein Lehm weg. Dafür sind wir dann voll. Dafür rutsche ich ein weiter. Und dann fülle ich noch weiter auf mit Holz, kriege ein Holz dazu. Du musst es ein Geld zahlen, weil du schon einen Deich gebaut hast, ne? Ja, null Probleme. Und rutsche deswegen noch mit zwei Punkte vor. Mhm. Und legst so ein Ding das, drauf. Als ich dann das übergangen habe, kommt nämlich das weg. Und das dann darin. Fuck, das reicht ja immer noch nicht. Also musst du nochmal zwei Geld abgeben. Warum? Weil du dann, wenn du hier, du hast nicht, hä? Wieso kommt ja, da einer weg? Ja, genau. Ja, stimmt. Wobei, das hast du ja schon vor ganz vielen Zügen gemacht. Aber das reicht ja gar nicht. Dann bricht der Damm ja trotzdem. Richtig. Ist das egal, wie doll der bricht? Naja, es ist egal, wie doll der bricht. Es ist halt nur natürlich auch eine Investition in die Zukunft. Ah, puh. Naja, okay, lassen wir es rein. Wir gucken mal. Ich bin eh so ein bisschen ins Blaue. Leider haben wir keine Zeit, danach noch eine Partie zu spielen. Ja, schade. Aber die schade. Kriegen wir auf jeden Fall noch durch. Also das haben wir gemacht. Dann kriegst du jetzt einen Deichbruchmarker. Mhm. Der Deich ist gebrochen. Das heißt, Schafe werden noch weniger wert. Juhu. Mhm. Haben wir Schafvermehrung schon gemacht? Ja. Ich bestimmt auch. Ja. Ja, cool. Dann war's das. Ah, wenn der Deich hält, kriege ich Punkte Geld dafür. Das ist natürlich nice, aber hat er nicht. Ich dachte, wir würden es schaffen. Da muss jetzt Holz rein, ja? Also jetzt wird es noch ein bisschen hinter mir. 4K. Okay, ich mache einfach mal, ich habe immer noch keine Ahnung, was gut ist, so. Ne, wenn du vier, den kriegst du nur von hier. Hm? Einkommen krieg ich nur von da. Achso, sorry. Du bist, es ist interessant, wie viele Karten du bezahlt hast und wie viele Deichpunkte du ausgegeben hast. Also wie viele Punkte, wann hat der Markt nach vorne? Wandert der Markt? Das ist Spracheingabe. Ah, wow. Immer wenn ich einzahle, rutsche ich einen weiter. Wenn du einen was machst? Hier, Baumeister. Und dann bin ich sogar zweimal nach vorne gerutscht. Hm. Das heißt, ich kriege 2 Geld. Und jetzt sowieso 1 Geld dazu.
Ah, das heißt, ich bekomme ich denn, dann bekomme ich gar keinen Deichbruchmarker, oder? Du bist ein hinter mir. Für jeden Deichpunkt, den er Abstand zum ersten hat, erhält er. Also du hast einen Abstand, bekommst du einen. Wenn du auf dem gleichen Feld wärst, dann. Okay. Glaube ich. Sven, du darfst uns da gerne korrigieren. Pro Karte wandert dein Deichmarker um ein Feld nach vorn. Das heißt, wenn du 5 Karten ausgibst, wanderst du 5 Punkte nach vorne. Ja. Dann. Ich entscheide mich noch eine Karte zu ziehen, ob ich da drin geht. Oh, so ein Hotzen. Immer bei plus ein kostenlos. Die Zaunmeisterei ist jetzt auch ein bisschen später, ne? Okay, aber ich kann jetzt hier so eine Fluttermühle bauen. Das mit meinem Zweier. Schafe bringen am Ende wie viele Punkte? Für jedes Schaf? Kommt drauf an, wo der Marker hier ist. Für jedes Schaf gibt es am Ende 2 Punkte? Mhm. Okay. Und jetzt kommen hier, weil das hier 3 sind, 3 Dinger wieder weg. Neue. Guck, ich bin der Held vom Deich. Achso, hier muss übrigens was Neues aufgedeckt werden. Ne? Stimmt. Wird der dann nicht auch gleich wieder größer? Nämlich um 5? Mhm. Toll. 1, 2, 3. Gut, dass ich das gemacht habe. Okay. Hey, warum hast du da jetzt schon 2 liegen? Das kann ja nicht sein. Weil ich 2 Aktionen gemacht habe? Hast du nicht zwischendurch gemacht? Du solltest mal Aktionen machen. Was hast du denn hier als erstes gemacht? Die Karten gezogen. Hast du nicht auch schon was gemacht eben? Nein, ich habe noch gar nichts gemacht. Hast du nicht am Deich gebaut? Nein. Du bist doch gerade vorgegangen. Ja, das war... Nein, das habe ich hier aber durch die Bonusaktion hier gemacht. Unmöglich mit dir hier. Dann mach jetzt einfach mal 2. Dann nehme ich gebe ich 2 Ziegel aus für ein Holz und ein Holz zahle ich weniger, das heißt 2. Dann gehe ich 3 vor, dadurch, dass ich das hier habe. Dann gebe ich. Dann kommt ein Marker da drauf, oder? Bitte? Was? Kommt da nicht so ein. Haben wir nicht vollgebaut? Ja, Was hast du? 2 Ziegel ausgegeben? Ich habe 2 Ziegel für ein Holz ausgegeben. Ah, okay. Ja, genau. Und dann. So, das ist richtig. Das ist vollgebaut. Wir sind jetzt in der Phase, ne? Mhm. Oder, nee, wir sind in der 1, ja, ja. Ne? Und wann kriegt man neue Schafe? Immer bei dem hier, ne? In der Verwaltungsphase. In der Phase 2? Ja. Okay, das heißt, wir kriegen gleich wieder neue Schafe. Ja. Also einmal muss ich auch Schafe verkaufen. Ist ja gar nicht da drin. Dann bleibe ich dabei. Ich den ausgebe, dahin gehe, ziehe eine neue Karte.
über die Aktion und baue jetzt immer noch das Haus, wie es eigentlich geplant war. Setze den da hin. Okay, dann habe ich meine zwei Aktionen gemacht. Dann ziehe ich mal 4 Karten. Jetzt sind die gemischt. Der Damm hält ja jetzt gerade. Jetzt gerade hält er. Aber da passiert noch ein bisschen was. Ja. Unter anderem 2 Flutkarten. Ja, aber jetzt erstmal ja noch nicht. 1 bis 3. Hm. Läuft. Aber als nächstes muss ich jetzt Schafe verkaufen. Schafe verkaufen, wenn ich auch anbauen kann. Also, ich kann 4 verschieben. Der kann weg. Der kann weg. Wir haben auch nur noch eine Aktionsphase, ne? Wo soll ich denn noch Punkte herkriegen? Ich hätte auch keine Karten ziehen sollen. Vier Punkte verschenkt. Toll, Spiel, Philipp. Groß geworden. Dadurch, dass ich einen Baum eingezäunt habe, kriege ich 2 Karten. Chakalaka. Läuft. Okay. Achso, ich habe für 5 verschoben. Jawohl. Okay, dann sind wir durch. Dann kommt das. Vermehrung der Schafe. Ich kriege 1, weil ich habe nur einen freien Platz. Jawohl, ich kriege 2. Geschaffenen Platz. Einkommen erhalten. Jawohl, das sind schon mal 2. Ein Geld ist ein Siegpunkt wert. Am Ende. Mhm. Das wäre jetzt Geld doch gar nicht so schlecht. Vor allem mehr als Karten. Rückkehr der Bauern. Schafmarkt resetten, Startspielerwechsel, Premiere. In der letzten Runde, das hat er geschickt vorbereitet. Und dann Flutkarte aufdecken. Aber wir haben ja jetzt nur noch einen Dreier. Ja, dann ist das Ding ja auch voll. Ja. Sweet. Dann lege ich doch mal den Dreier dahin. Oder lege ich den Vierer dahin? Also das durfte ich gar nicht. Das ist ja nicht umsetzen, das ist einmalig. Einmalig. Ja, wenn ich das hier jetzt gleich überspringe, darf ich das. Mhm. Glückwünsche zu deinen 9000. Danke. Andere habe ich schon. Ja, ich mache das. Boah. Also, das gibt 5 Punkte für mich. 1, 2, 3, 4, 5.
links voll. Und jetzt kann ich den verschieben oder drei Geld nehmen. Hallo, am Ende drei Geld. Die sind ja lustig. Und dann? Bist du da? Möchtest du mich mitbauen lassen oder den? Ach so. Wahrscheinlich. Macht nicht Sinn, den mitbauen. Allerdings würde ich, wenn ich dich mitbauen lasse, noch einen Schritt vorgehen. In der Tat. Ach komm, der darf. Mal sehen. Vier Karten. Fünf, oder? Ist nicht fünf? Ja, stimmt. Sorry, fünf. Das heißt, er baut mit Holz weiter, weil das die erste war? Genau, baut er zwei Holz. Zwei Holz. Okay, dann mache ich das auch. Darf jetzt hier mit fünf. Das heißt, ich mache erstmal zwei Holz rein. Mhm. Und dann mache ich drei Lehm da rein. Dann kommt der hier dahin. Und dann bekomme ich drei Geld oder darf das umlegen? Ich nehme vielleicht auch drei Geld. Und dann zahle ich ein Geld und lasse ihn mitbauen. Das sind fünf Karten. Nix. Toll. Nee, Sven, ist okay, wenn du was isst, während wir spielen, weil... Ben, du musst mal kurz pausieren und mich anrufen. Ich rufe dich mal an, mach hier mal kurz den Ton aus, wahrscheinlich.
Okay, so, du hast gemacht? Ich habe einen gigantisch geilen Zug gemacht. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Was hast denn du gemacht? Ich bin hier mega weit vorgegangen und bin deswegen da. Krass. Mhm. Mit wenig Ressourceneinsatz tatsächlich, zum Glück. Dann mache ich das auch mal. Ich setze den mal hier hin, gebe dafür ein Geld aus. Und baue dann 4. Was muss ich da reinbauen? Holz, ne? Holz, exakt. Dann mache ich ein Holz. Übrigens, der Damm hält sowieso schon, ne? Also egal, was passiert. Da können wir jetzt maximal... Mache ich noch ein Holz? Nee, mache ich... Nee, Holz darfst du nicht mehr machen. Du brauchst doch nur ein Holz. Und ah, voll. Stimmt, ah, sehr gut. Ich darf 4, ne? Dann mache ich hier noch 3 Steine. Mhm. Und ja. Dann... Das ging voll, dann gehe ich 4 vor. 1, 2, 3, 4. Und dann darfst du entweder einen verschieben oder... Ich brauche auf jeden Fall einen gratis. Dahin. Mega nice. Und dann zeige ich nochmal ein und sag hier, Dude, 1, check, 2, nicht, nein. Also kommt noch ein Ziegel dahin. Lehm, oder nicht? Lehm, meinte ich. Ja. Okay, dann bist du durch. Ich glaube, diese Deichbau-Hysterie gerade ist gar nicht so angebracht, aber... Ja, ich habe ja gesagt... Da hätten wir schon nicht mehr verlieren können, weil da wären maximal 3 dazugekommen und wäre schon dicht gewesen. Okay, dann kommt jetzt die krasseste Verschiebeaktion ever. Und zwar verschiebe ich 7 Stück. Für ein Geld. Was? Wieso für ein Geld? Achso, du hast da 7, ja. Wo hast du den 2er her? Den gab's? Ah. You know? Das sind 4. 5, 6, 7. Geile Kiste. Hier muss einer hin. Was ist mit dem Holz? Muss da einer sein? Ja. Das ist ein bisschen schief. Ja, da fehlt ein Stück. Ja. Das ist der Nachteil, wenn du Naturmaterialien nimmst. Dann schließe ich das da noch ab. Warum sollte ich... Geiz ist geil. Ich kann einfach alles umschließen. ja, ist alles umschlossen und das ist übrig. Ja, komm. Läuft! Also komisch, ne? Weil theoretisch musst du ja nur einmal außen rum bauen, dann hast du alles umzäunen. Das ist eine große Weide. Hab ich. Sven, so irgendwie so. Hallo, gratis Schafe, ich habe Platz. Achso, ich kriege dafür, dass ich wieder einen Baum umzäunt habe, kriege ich immer noch mal wieder 2 neue Karten. Ich und dadurch, dass ich nur 6 verschoben habe, kann ich mir sogar noch eine Karte noch mitziehen. Bau da nochmal und gehe 2 Schritte vor. Davor musst du allerdings 2 zahlen. Was? Ja, wenn du da nochmal drauf passt, musst du jetzt 2 zahlen. Ach ja. Pff, mein Gott. Ja, dann zahle ich noch einen Taler und lass ihn hier mitbauen. Das kostet so viele Punkte. Schade. Gut, das waren die Aktionen. Dann kommt Verwaltung. Hallo. Beziehungsweise, warte, in der letzten Runde... In der letzten Verwaltungsphase findet 3 bis 5 nicht statt. Also wir kriegen, die Schafe vermehren sich. Mhm. Häufig ein Schaf. Ein Schaf. 4 für mich. Einkommen erhalten. Wofür auch immer das nochmal gut ist. Oh, man kein Geld bekommt, toll. Hier kriege ich ein Geld und Karten. 3 Karten. Ich habe alle Gebäude gebaut. Da kommt Hochwasser, der Deich hält. Definitiv 1. Dann bin ich gerade vorgegangen, nee, ne? Ja, doch. Bin
Hast du mich vor? Achso, ja. Zwei waren das. Naja. Deich hält, dann bekommst du für jeden Deichpunkt, den du Forschung hast, einen Taler. Das heißt, du bekommst einen Taler. Der Marker wird hier rübergeschoben. Das ist auch gut für dich. Genau, dann Hofausbauten werten. Führt die Funktion der Hofbauten mit der Symbol der Sturmflutphase durch. Eventuelle Sonderpunkte werden direkt auf dem Dings notiert. Magst du einmal das Ganze notieren? Du hast ja nur das Sturmflut-Dings. Genau, ich gehe jetzt nochmal für jeweils drei, die ich hier vorgegangen bin, zwei vor. Das heißt, ich bin drei vorgegangen, also gehe ich insgesamt vier vor. Für was? Eins, zwei, drei, vier. Warum? Für je drei Dinger, die du hier vorgegangen bist, gehst du nochmal zwei Felder vor. Das ist die Spezialfähigkeit von dem Gebäude. Wenn du drei Felder vorgehst? Pro drei, die ich hier vorgegangen bin, gehe ich zwei Schritte vor. Aber du bist nur zwei vorgegangen. Ja, es sind ja auch, ich war auf elf. Ja. Elf durch drei ist drei. Okay, so funktioniert das. Okay. Also, was soll ich jetzt irgendwie... Nee, da kriegst du gar keine Sonderpunkte für, ne? Oh, stimmt, das denke ich sechs vor, ne? Ich bin vorgegangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so rum. Warum? Weil ich pro 3 2 vorgehe. Bin ich 3 vorgegangen, also ne, 9 ist ja quasi der letzte Teil, also gehe ich 6 Felder vor. Ja, okay. Deich prüfen wird das letzte Mal geprüft. Erhält scheinbar. Alle Spieler werfen ihre Deichbruchmarker ohne Auswirkung ab. Ja. Genau, dann Punkte auszählen. Dann habe ich da 14 mal 2, also 28 Punkte. Und du hast 24 Punkte. Bei Deich muss ich das auch schreiben, ne? P, du hast wie viel? 28? 28. Und ich habe? 24. Was war das davor? Schafe, ne? Schafe. Genau. 8. Ich kriege da 24. Ich habe 13. Das ist irgendwie 36. Korrekt? Ne, 39. Ja. 39 und du, wie viel? 8 mal 3 sind 24. Jo, okay. Gebäudeanlagen kommt als nächstes. Da habe ich 5, 7, 10, 12 Punkte. 12. Ja. 3. Nee. Achso. Die Punkte ja, 10. In der Tat. Taler. Jeder Taler zählt einen Punkt. Mhm. Da habe ich 6. Da habe ich 15. Und dann noch für Baustoffkarten kriege ich nochmal 2 Punkte. 5, 6. Für jeweils 2, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4. Wie viel du? 11. 2 Punkte. 2 Punkte. Okay. Ich habe und dann war es das am Punkten. Ich werde ganz knapp gewinnen, glaube ich. Ganz knapp? Mhm. Ich glaube auch. 35, 40, 55. 55 plus 39? Sind 90, 94? Ja. Einundsechzig, 63. Wieso darf ich drei Felder vor und keine sechs? Hier steht für je drei Schritte plus zwei Schritte vorgehen. Wenn du neun, also ne, bei elf bist, darfst du dafür sechs Schritte vorgehen. Warum ist das nicht so? Aber ist egal, wie hast du, ich hab wie viel? Du hättest jetzt mit der Maximalpunktzahl 63 oh, immerhin. Und ich habe 94. Ich hab das trotzdem durchaus schon mit. Nein. Ja, aber es ist tatsächlich ein Spiel, nach der ersten Partie kann ich mir vorstellen, warum man da so ein bisschen sagt, ist komisch, weil so jetzt wirklich eine richtige Roadmap hat man nicht. Und theoretisch ist eigentlich das Ziel, genau das zu machen. Alles umzäunen, vollbauen, hier vorgehen, fertig. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was hier so für Gebäude kommen, wobei jetzt auch nicht die Riesenauswahl da ist. Ja, ja. Muss man, glaube ich, vor einer Bewertung nochmal spielen. Aber es ist auf jeden Fall... Also ich finde es definitiv cool. Es ist am Anfang echt wirklich viel. Aber hast du keinen Plan, was du tust. Du sitzt und denkst, ich mach, baue mal hier. Ich hatte schon ein bisschen einen Plan. So ist es nicht. Aber dass ich jetzt am Ende dann jetzt noch voll auf Deichpunkte gehe, ja, okay, das habe ich mir nicht am Anfang gedacht. Aber erstmal habe ich mir gedacht, Hütten wegbauen, die Striche wegbauen, dass du halt in jeder Zweierphase möglichst viel bekommst. Möglichst viel Einkommen, genau. Und das, da habe ich halt durch, dadurch, dass ich schnell die Häuser weggebaut habe. Aber das willst du ja in der Theorie auch immer machen.
Ja, ja. Also wahrscheinlich schon. Aber du hast das jetzt gerade, wenn man jetzt das mal so sieht, irgendwie nicht so verfolgt. Du hast weder ein Haus... Nee, darum habe ich ja verloren. Ja. Also hätte ich die beiden noch gebaut, hätte ich dafür auch mehr Einkommen bekommen, hätte mehr Punkte bekommen für Gebäude wahrscheinlich. Ja. Ja, und du kannst ja auch mit bauen, also wenn auch gerade diese Dinger, die geben mir auch gut Punkte, ne? Ich meine, die bringen jetzt alle nur ein, aber du hast ja auch einen Zweier sogar. Ja, ich habe vor allen Dingen der hier, war total geil. Nee, ja, genau, der hier. Dieses Gemeindehaus, ne? Kostet 2, bringt aber 3 Siegpunkte. Oh, das ist echt und nice. Du kriegst eine Zusatzaktion, wenn du es dir drauf dingst. What? Gerade zum Ende spielst du auf jeden Fall gut. Das hätte man viel früher ziehen sollen. Das, dann ist es noch geiler, wenn man dann einen Zweier macht. Ja, diese Doppelaktion machst du halt ja wahrscheinlich meistens eher zum Ende des Spiels hin. Ja, aber zum Ende des Spiels dann ist es halt cool. Aber das früher zur Verfügung haben, ist natürlich auch ganz nice. Ja. Das mit den vorhin Zäunen ist schwierig, weil immer Schafe passt, funktionieren. Nur wenn du wieder keine Schafe hast oder viele Aktionen hast, du alles mal umbauen. Du musst heute schauen, dass du immer deine Schafe unterbringst. Ja, also, das war bei mir auch so. Ich habe halt Punkt verschenkt, weil ich hätte halt noch mal. Wie heißt das Ding von dir, worüber du das? Deich? Wie heißt das Ding? Deich 8. Deich 8. Mit dem Bau der Deiche setzt du dich auf der Deichleiste 3 Schritte vor. Haben wir. Erreichst du damit sofort eine Fortschrittsmarke, erhältst du sofort den Bonus. Mhm. Beim ersten Schritt der Phase Sturmflut ziehst du für jeweils 3 erreichte Deichpunkte auf der Deichliste dein 2 Schritte vor. Ja, dann war das richtig. Da hat mir nur ein Schritt gefehlt, damit ich noch weiter hätte vorgehen können. Dann hätte ich krass nochmal... Allerdings hättest du das hier jetzt nicht mehr erhalten. Nee, dafür nicht. Genau. Was ja auch krass wäre, weil wenn du jetzt mal dadurch allein 5 extra Punkte bekommst, schon nice. Ja. Ja, also stimmt das. Zumindest so, wie ich das hier rauslese. Ja. Cooles Spiel. Definitiv. Also, würde ich nochmal spielen. Sorry, 2 Schritte, richtig, hat es 16, mein Fehler, ja. Ja, ich muss das auf jeden Fall nochmal spielen, weil das ist jetzt halt so wie nach der ersten Partie Fjord. Das war so, es war schon irgendwie, man hat irgendwie verstanden, was man tut, aber ich hätte jetzt immer noch nicht einen Plan, worauf ich hinspiele. Aber das war bei Nussfjord genauso. Das wird halt von Partie zu Partie cooler. Ja. Also ich wüsste nicht jetzt, was ich eigentlich hätte besser machen können. Also es lief ja eigentlich großartig. Also dieses Zweier-Ding hätte ich... Und dann hätte ich mir mal Schafe kaufen können, weil ich hatte ja hier... Mann, das haben wir halt auch gar nicht genutzt, ne? Vielleicht gibt es da auch irgendwelche tollen Strategien. Ja. Nee, aber das bringt halt auch nur was, wenn du hier einen Mangel hast. Wenn du einen Platzmangel hast und die Schafe eh mal zu Geld machen musst, weil du bekommst immer welche rein, dass du da halt eine gute Balance hältst, dass du mal regelmäßig machst und dann noch irgendwie anders hast. Und du kannst halt auch nur 4 Gebäude bauen. Also so krass jetzt die Mega-Gebäudestrategie kannst du auch nicht fahren. Ja, im Endeffekt hätte ich jetzt eigentlich nur noch, also auf meinem Plan, hätten noch 2 weitere Schafe hingekonnt. Und das war's. Ja, mehr zumindest Linien. Ohne weitere Gebäude, aber du hattest ja auch keine Gebäude mehr. Ja genau, ich hätte halt mir die hier noch kaufen können. Ja guck, und also schafenmäßig habe ich ja jetzt fast so 4 Punkte gehabt wie du. Also ich habe 3 Schafe weniger gehabt. 24, 39. Wie sagst du 39? Weil ich 13... Okay, aber theoretisch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schafe hätte ich noch bauen können. Ja, ja, du hättest. Aber da werde ich mehr Zaun und. Also irgendwie lief bei dir so alles. Ja, das würde ich glatt behaupten. Ja, es lief einfach. Du hattest genug Platz, du hattest. Und es kommt halt auch bei solchen Spielen, ne, solche Synergien halt irgendwie gut ausnutzen. Ja. Gebäude optimal nutzen, hier Einkommen kriegen. Also ich, ja. Kann mich absolut null beschweren. Ja, es ist auch genau pünktlich fertig geworden. Alles großartig, muss ich sagen. Also, kurzes Resümee von mir. Am Anfang derbe kompliziert, um da durchzusteigen. Weil das, also zumindest wenn du so die Regeln vorliest, da denkt man so, what the fuck? Ja. Aber im Endeffekt derbe geil. Ja. Also, muss ich einfach sagen. Und wirklich am Ende find ich es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Also. Das ist vom Ablauf her natürlich sehr einfach eigentlich. Ne? Ja, also die Gebäude bauen, Deich bauen, Holzzeile kriegen, Schafe bekommen. Aber es ist halt, das sind halt immer diese Spiele, ne, wo du halt am Anfang vor so einem Berg von Regeln bist, die aber so selbsterklärend sind, dass du die halt wirklich eigentlich fast nur einmal erklärt bekommen haben musst und dann läuft alles. Also jetzt kannst du es halt in einer Viertelstunde erklären. Ja. Ja, eben, wir haben jetzt für Aufbau mit Anleitung lesen, bis wir angefangen haben, eine Stunde gebraucht. Mhm. Das ist ja schon
nicht ohne. Nee. Aber auch von den Markern, weißt du, wie viel das Spiel kostet? Kann man als Feuerland. Feuer ist immer nicht ganz so billig. Also ich meine so, wenn ich mir das jetzt so hier von den Holzfiguren und so weiter, von der Verarbeitung und so das angucke, bis auf dieses eine Holz bei mir, ist das echt geil. 49,90. Kann ich verstehen. Ja, muss ich sagen. Also für dem, was da drin ist, wie gut das Spiel ist, ich glaube, ich würde es mir sogar kaufen. Ja? Ja, also ich finde es lustig. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es mehr Leuten ist. Das ist ja auch ja, ein bisschen mehr. Aber beim Deich, wir haben alle Deichkarten durch, ne? Bis auf zwei. Und da wäre jetzt auch nicht mehr so viel gekommen. Ja, ja. Also wir zu zweit haben das Ding auf jeden Fall gerockt, oder? Ja. Nicht. Und mit mehr Spielern hast du ja potenziell mehr Leute, die an dem Deich bauen können. Die Frage ist, was gilt bei. Wegen den Zweier-Ding hatten wir doch irgendeine. Wie das halt mit der Bank bauen konntest. Ansonsten musst du halt irgendwen anders fragen, ja, der dann mitbauen darf. Okay. Darfst halt auch nicht vor drüber reden, wer jetzt kann und wer nicht und so. Genau. Und ja. Ich hatte tatsächlich. Aber Anlagen könnt ihr ganz viele bauen, nur Gebäude sind die braunen Anlagen, sind die grünen Anlagen, dürft ihr so viele bauen, wie ihr wollt, und dann könnt ihr Felder mehrfach belegen. Auf den Deichkarten rückseitig steht immer eine Zahl, könnt ihr Felder mehrfach belegen. Mehrfach belegen? Ja, mit Schafen wahrscheinlich. Achso. Auf den Deichkarten rückseitig steht immer eine Anzahl, wenn man abschätzen kann, beim Deichbau. Ja genau, hier steht halt auch in der Übersicht, was es überhaupt so für Karten gibt. Mhm. Ich habe tatsächlich keine von denen hier, sondern nur vier Stück von denen. Ja, und scheint glücklich gewesen zu sein. So, aber du musst, glaube ich, auch bei jedem. Oh, man kriegt einen Schaf, wenn man ein. Irgendwas umzäunt. Futtersilo. Oh. Wohnstallhaus, da kann man für vier Schafe reinstellen. Da geht sicher noch ganz viel. Durfte ich jetzt am Ende die einfach abwerfen? Wen? Die Dingsmarker? Weil der leicht gehalten hat, bei der Sturmflut. Wenn er nicht hält, dann sind die halt. Nee, musst du Schafe dafür abgeben. Ja. Und danach Taler im Wert der Schafe. Ja. Das heißt, für mich wäre es eigentlich gut gewesen, wenn der Deich nicht gehalten hätte, aber das wäre einfach nicht passiert. Ja, schon durch meine Bauweise, das habe ich halt so gebaut, dass er definitiv hält, weil ich dachte, das. Vor allem, ich hätte ja auch noch ein paar Marker bekommen, das heißt, es wäre nicht gut gewesen. Ich habe nicht verstanden, warum du jetzt den Deich noch erhöht hast. Also ich meine, ja, du bist hier weiter vorne. Gibt halt einfach Punkte, ne? Also ich hatte halt sonst, ich hatte über Schafe nicht mehr viele Punkte bekommen können, weil ich hatte halt den maximalen Platz. Ich dachte, du hättest noch ein Gebäude vielleicht drauf. Und mit dem Gebäude, wo ich, wenn ich hier halt vorgehe, noch mal extra Dinger dafür bekomme, das ist halt eigentlich ein ganz guter, also fand ich so der beste Effekt für mich, um noch Punkte zu machen. Das ist wohl. Ohne das jetzt eine Stunde durchgerechnet zu haben. Ja, ja, ja. Ich habe das ohne Grund nicht spielen, nicht ohne Grund gespielt, das ist einfach Hammer. Schaut nicht viel aus, hat eine unheimliche Tiefe. Bei der Punkteleiste ist es einfach so, wenn der Deich hält, dann wissen die Leute es nicht zu schätzen, also sind die Schafe wieder der Hauptaugenmerk. Und wenn der Deich bricht, dann wissen die Leute, die Teichbauer, das sind Spitze, die das haben, das höhere Prestige, dadurch, dass er gebrochen ist, deswegen gibt es mehr Punkte. Ich muss vielleicht ein bisschen langsamer sprechen, damit sie es besser verstehen. Aber ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Vielleicht ist es ja gar nicht Siri. Wenn das Google ist, ist es auch kein Wunder. Ja. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass Sven das Spiel so gut gefällt, wie dadurch eine hohe Chatbeteiligung von einer Person hat. Ja. Die tatsächlich gerade die Beiträge auch ordentlich gedacht. Naja, 1,5 pro Minute alleine ist schon ganz gut. Ja, ich sonst nur ich, wenn ich mal irgendwo bei Victoria Vater am Stream war, bei denen ist eh immer 10 Beiträge pro Minute. Aber das bedeutet ja auch, er musste wahrscheinlich andauernd immer warten, dass er nicht die Spam-Meldung erhalten hat. Sie können gerade nichts weiter sagen. Haben wir noch so einen roten? Eine rote Box.
meine, wenn der Saal spricht, müssen die Leute, dass die Deichbauer einen super Job gemacht haben, haben mir andere Prinzipien, dass ich noch den Deich mehr pumpe. Also da muss da, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Nussfjord-Spiel. Das ist der neue Trend. Das heißt was? Ja, so ein Spiel, das nicht, du spielst es und denkst so, okay, ich habe jetzt irgendwie Kram gemacht, aber es ist nicht so super linear. So, wenn du eine Kaverne gespielt hast oder in Le Havre, weißt du halt, was du beim nächsten Mal anders und besser machst. Ich hätte jetzt noch nicht so großen Plan. Genauso wie jetzt. Genauso machen, wie ich es eben gerade gemacht habe. Ja, aber das würde wahrscheinlich nicht klappen. Möglicherweise. Nein, ich habe keine einzige Spam-Nachricht bekommen. Das ist, ja, okay, bei zwei Beiträgen pro Minute ist es auch. Das geht. Statthaft. Und normalerweise, wenn wir jetzt die zum Einstieg rausgelassen, wenn da die Sechserkarten drin ist. Die eine Sechserkarte. Mhm. Hätte das schon ganz anders ausgesehen. Vielleicht. Nicht. Ich glaube, sie haben auch einfach für alles einen Beutel. Ich glaube, da sind Beutel übrig. Ich kann sogar der Starspieler Marker. Ich bin da ein extra Beutel. Also so vom Artwork her und so weiter, finde ich das Spiel echt gut gemacht. Ja, das Artwork ist auch schick. Also die Dinger könnten ein bisschen selbsterklärender sein, nur die Frage ist, ob man das symbolisch wirklich hinkriegt. Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, irgendwann versteht man es, wenn man es zweimal... Es ist ja wichtig, wenn du alles einmal gesehen hast, dass du es dann verstehst, aber dann bist du auch ein bisschen dumm, sondern das hinkriegst. Das nächste Mal mehr den Schafmarkt benutzen. Aber warum? Für den Schafmarkt kriegst du ja nur Geld. Also für Philipp jetzt wäre der Schafmarkt komplett sinnlos gewesen. Für mich wäre er gut gewesen, weil ich habe dadurch ein paar Punkte verschenkt. Aber auch nicht so viel, dass ich das jetzt aufgeholt hätte. Nee. Das hätte man mit keiner Strategie der Welt aufholen können. Weiß man nicht, aber so wie ich gespielt habe, auf jeden Fall nicht. Nee, zumindest nicht mehr am Ende, meine ich. Also. Da habe ich einfach abgesahnt ohne Ende. Das Inundationsgebiet der Februarflut 1825 ist schraffiert vorgehoben. Das ist eine ordentliche Flut. Oldenburg. Oh, das ist wirklich. Eine sehr ordentliche. Da ist Friesland gut überflutet worden. Hier auch. Eben. Na, Fuchshafen wenig. Hier auch ein bisschen. Rückstand. Hamburg krass überflutet worden. Wow, guck mal. Mehr Spieler. Ah, okay. Wenn du nämlich zu viert spielst. Mhm, brauchst ein bisschen. Das macht auch. Und zu dritt ist auch. Also geht der Deichbau nicht schneller voran. Ja. Einfach überhaupt nicht schneller voran. Es sieht ja wahrscheinlich genauso aus. Hallo Ralf! Okay, dann schnell einpacken. Ja. Dann muss ich los. Aber es gibt ja keine Almanach dazu, der nochmal die historische Relevanz aller Gebäude und so erklärt. Oh, sogar das haben sie schön gemacht, da kannst du aus den Rückseiten den Plan zusammenlegen. Ja. Also, die haben das. Steckt viel Liebe drin. Definitiv. Oh, warte. Wenn wir noch Typen haben, ne? Dann sind wir immer noch Typen. Wir haben es so gut gepackt, sind zwei Typen übrig. So, Platz in der Box. Guck mal, das ist effiziente Platzausnutzung. Nicht wie in dem letzten Spiel, wo einfach man das hätte in so eine Box bauen können. Und das für ein Ehepaar, das ganz schön weit von der Küste weg ist. 17 Uhr, ihr spielt schon. Wir spielen schon seit 14 Uhr. Aber hey, wir haben jetzt 15 Leute, die zuschauen. Mhm. Und, Alter, die Statistik steigt. 3 Nachrichten pro Minute. Das ist nicht schlecht. Tschakka. Dann wünsche ich dir, euch, einen schönen Spieleabend heute Abend. Ja, ich denke, die haben, glaube ich, jetzt ohne mich schon ganz viel verplant, aber ich werde mich da einfach wahrscheinlich ran. Ja, ich gehe jetzt guiden für Tormenta, für die Entwicklung des eines Brettspiels. Und danach mache ich Rollenspiel mit Online-Leuten. Läuft. Sehr cool. Ganz Tag gespielt. Bis dann. Tschüss. Ich kann, glaube ich, erst nächste Woche wieder, weil morgen kannst du ja wahrscheinlich nicht. Nächste Woche kann ich nicht, dann bin ich in Hamburg. Ganze nächste Woche? Ja, bis Freitag. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Tschüss.
Ab 14 Uhr, ja, das ist korrekt. Oh, Sirius habe ich noch nicht gespielt.
Nee, ich bin da, ich muss nur gerade ein bisschen. Wenn die Arbeit in der Freizeit ist, das ist immer ein bisschen doof. T-Hummer. Ja, also theoretisch, also die Antwort lautet tatsächlich nein. Aktuell spielen wir nicht oft Azul, was aber auch einfach daran liegt, dass wir, weiß ich auch nicht, irgendwie gefühlt in den letzten 4 Wochen wenig gespielt haben und wenn, dann waren die Tage oder die Spielabende immer so vor, dass wir einfach nicht dazu gekommen sind, Azul zu spielen. Rutschkabel. Aber ich muss tatsächlich noch kurz den Ton.
So, und da bin ich wieder. So, warte, jetzt bin ich auch für euch im Chat wieder da. Blog schreiben, beendes Essen, schaut einfach aus, hat brutales Management drin, derzeit spiele ich bei meiner Gruppe Camel ab. Auch ein tolles Spiel. Osiris. Ne, Osiris ist auch irgendwie schon draußen, ne? Das müsste Marcel da eigentlich auch bekommen haben. Ja, das Tiefland ist interessant. Also es ist total abgedreht, aber ich glaube, das geht wirklich so ein bisschen Richtung Nussfjord. Dass das auch jetzt nicht so auf den ersten Blick man genau weiß, was so cool ist. Ich habe das jetzt gespielt. Und ich habe nicht wirklich das Gefühl, irgendeinen Plan zu haben. Das ist eigentlich selten. Normalerweise, es gibt ja manche Spiele, die spielt man einmal und denkt, okay, alles klar, kann ich jetzt schon eine Rezension machen, weil ich genau weiß, wie das läuft. So haben wir halt gestern, ne, hier Long Live the Queen und so. Ich meine, das war meine zweite Partie, aber es ging schon. Aber das Ding hier, aktuell ist das ein Spiel, wo ich denke, ich brauche noch mindestens 8 Partien, bevor ich sagen kann, wie es ist. Ich denke, mindestens 1, 2, 3, 4. Also da, ja. Und auch gerne mit mehr Spielern. Also diese kooperative Deichbaumechanik. Vor allem, man muss ja mit mehr Spielern. Man muss ja irgendwen anders fragen, ob er mitbauen will. Tiefe. Gibt es Al-An von der Tiefe Süden? Oh, das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt damals, das schwarze Auge. Gibt noch keine Rezension dazu. Zumindest nicht auf Luding, auf Deutsch. Spiellama hat eine gemacht. Habe auch nur ein Video. Tiefe Land. Ist noch einfach da, weil wenn ich jetzt hier nur mit mir selber rede, dann mache ich den Stream auch einfach aus. Okay, also wenn ihr jetzt hier auch raus seid, dann würde ich jetzt auch einfach gleich ausmachen. Und wir zocken heute Abend zwar wieder, aber wahrscheinlich bei Corinna, wie ich das gerade mitbekommen habe. Die haben sich jetzt einfach, während ich gespielt habe und nicht im Chat, also bei WhatsApp hier geantwortet habe, haben die sich einfach unten verabredet. Und ich glaube, die haben dafür ausgemacht, dass sie bei Corinna spielen. Das heißt, wenn wir da spielen, werde ich zu 99% nicht streamen. Aber ich denke, ich weiß, ich war jetzt 4 Tage weg. Wie kommt das auch ohne mich hin? Und oder ich bleibe hier und mache noch so 2 oder 4 Videos, die ich machen müsste. Das wäre auf jeden Fall auch ganz gut. Ein bisschen Arbeit zu erledigen. Da muss ich gleich mal gucken, was da so geht. Gut, aber in dem Fall seit 11 Minuten Schweigen mache ich einfach den Chat mal aus. Und wir sehen uns dann, heute ist Mittwoch. Ja, ich denke, also ich habe es ja schon erzählt, Stefan kommt am Wochenende. Deswegen habe ich am Wochenende leider auch keine Zeit. Also habe ich Zeit für euch zum Stream. Da werden wir, ich muss mal gucken, entweder durchgehend streamen oder wir streamen immer, wenn kein Fußball kommt, weil die WM fängt ja an. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder nicht, ich bin ja ein großer Freund des Fußballs im Fernsehen gucken. Und gerade WM und so gucke ich halt auch immer sehr intensiv. Und da werde ich, also man kann es natürlich auch nebenbei laufen lassen,
Aber bei einer WM ist ja sogar Nicaragua gegen Panama interessant, weil es ja auch alles potenzielle Gegner sein können, auf die werden wir mal stoßen. Und deswegen tue ich das eigentlich immer ganz gerne. Und da muss ich halt nochmal gucken, ob wir das dann auch wirklich nur nebenbei laufen haben. Aber wenn du ein Fußballspiel ohne Ton nebenbei auf dem Tablet oder Rechner nebenbei laufen hast, das ist eigentlich doof. Aber Stefan streamt ja genauso gerne wie ich. Und wenn Stefan da